Alle hören schon Geräusche, aber es geht noch nicht los. Aber sofort, weil ich das Kabel entwurstelt habe. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer extrem überstrahlten Folge von Bauboom Bang. Wir haben Dienstagabend, 21 Uhr Piefendeckel und dies wird eine hygienisch reine Handschuhsendung, wie ihr seht. Es freut mich total, dass ihr da seid, an alle alten Hasen, an alle Neugebliebenen. Ich werde am Anfang ganz kurz ein paar Sachen mit euch bequatschen zu laufenden Projekten und dann geht's auch zügig los, denn die beiden Hasen, die da oben, nee, da oben gleich in der Ecke sind, die sind jetzt schon müde und müssen ganz schnell schlafen gehen heute. Und ich habe ein paar Röhrchen mitgebracht, also ein paar Rollen und ganz, ganz lustige Chemie. Deshalb trage ich heute Handschuhe. Deshalb starten wir jetzt. Ja, ich will gar nicht lange warten, lang schnacken. Deshalb holen wir direkt schon mal hier unsere beiden Kaninchen mit da oben dazu. Hallo! Hallo! Oh, ihr seid ja die Geilsten. Ich habe mich gerade selbst total erschrocken. Was ist das denn Geiles? Warte, ich muss mal eben nach vorne kommen. Was ist das denn Geiles? Hallo! Hallo! Ihr seid ja die absolut Allergeilsten. Ja. Wo habt ihr das, ey? Ihr seid so geil. Okay, Mr. Marcel, hallo. das war 0,0 abgesprochen. Wir haben gerade uns eben noch zusammengefunden, wie immer viel zu knapp. Und das habe ich nicht kommen sehen. Ja, sehr, 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 sehr großes Kino. Ja, 0,0 abgesprochen stimmt ja nur auch wieder nicht. Ja, nur du wusstest es halt nicht. Ja, Genau. okay, nur ich wusste es nicht. Aber ich würde. 66% haben es abgesprochen. Oh, Nicht die sehr. Mehrheit. Okay, sehr, sehr krass. Aber bei Matthias sieht es dadurch, dass es hell ist im Hintergrund, mega echt aus. Ja, aber das sieht echt total geil aus. Boah, super fett. Habe ich so graue Haare, ihr Arschlöcher, oder habt ihr das so vorgenommen? Die haben wir nicht verändert, die waren so. Sieht das geil aus? Das wird eine Karnevals. Das wird definitiv eine Karneval ein Karnevalskostüm. Ich gehe selber als Bauboom Bang. Mega Genau. geil. Tja, tja, tja. Ihr Ah, ja. seid wirklich die aller, ihr seid wirklich die Allergeilsten. Das ist super cool. Wer lacht denn da? Die Paula. Achso, die lacht. Ja, Das wäre das witzig. du hast quasi seit für heute Abend einen neuen Mann. Ich muss es nur noch meiner Frau auch beibringen. Genau, dass sie mich jetzt teilen muss. So, erstmal ordentlich einen eingeschenkt und dann checken wir erstmal, wer überhaupt alles heute da ist. Denn heute ist ein ganz, 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 ganz spezieller Tag, denn es ist lange her, dass wir live mit Epoxidharz gearbeitet haben. Und alle, die die letzten Folgen dabei waren, wissen, was heute Abend passiert. Den Rest klären wir gleich auf. Da gucken wir erstmal, wer alles am Start ist. Der Stefan Begemann ist am Start, Akin ist am Start, Max Zahr, Tinker Fan, Thomas Becker, Björn Borg, der Kompressorschrauber natürlich, aus irgendeinem Kaff. Ich habe es schon wieder vergessen von heute Morgen bis jetzt. Der Wolfgang Schlick ist am Start. Bullard Schmiede, R Multitools, Scotty Kartoffelsalat, Visotube, Markus Gibson, Joso, Chrissy ist am Start, Carsten Krone, boah, alter Palettendealer und Nico Schneider, alles Mögliche. Und ein sogenannter Teaser ist auch mit dabei. Keine Ahnung, wer das ist. Und warte, Der ist heute nicht da. Kreiz 32 Nee, der ist nicht da, keine Ahnung. Habe ich nicht nee, gesehen. komisch. Heute ist Ja, nur das ist keine Marcel da. Zeit. Der ist heute in der Werkstatt. Der echte Hausmeister ist auch mit am Start. Und wo ist überhaupt der Robert eigentlich? Das kann ja wohl nicht sein. Der hat Ja, gesagt, genau. dazu.
Und wo ist eigentlich der Robert? Also, ihr Lieben, ich latsche schon mal eben schnell nach hinten und nehme mal mein Getränk mit. Und dann erkläre ich euch kurz erstmal, was wir heute machen und begrüße alle, die neu dabei sind. Wer neu am Dienstagabend dabei ist, da kommt gerade eine Unterstützung rein. Thomas Becker, danke dir für 2 € Unterstützung. Dafür ganz kurz, es gibt unten auch eine PayPal Money Pool Aktionskosten gen 0, weder für euch noch für uns. Der Arne hat auch ein PayPal Money Pool, wenn ihr ihn unterstützen wollt. Genauso die beiden haben natürlich auch jeder einen YouTube-Kanal und freuen sich dort über ein super Abo. So, besonders in diesen schweren Aber immer YouTube-Zeiten. noch Genau. in den schweren Zeiten des YouTubes. Genau, in diesen Ich schweren Zeiten des YouTubes. wollte mal Ich sagen, der habe. Matthias sieht übrigens halt richtig gut aus. Ja, ne? Mega. Ja. Er sieht echt richtig gut Ja, aus. Also für Was alle ist Leute, Farbe für? die frisch und neu mit dabei sind, das ist der Dienstagabend. Hier wird live gebaut. So immer 90 Minuten, nicht länger, aber auch nicht kürzer. So roundabout. Aber diese Mit Zeitrechnung Epoxy werdet. 90 Minuten, na klar. Wie Genau. lange bindet das Zeug ab? Ja, das Ja, ja. wird dann trocknen. Aber wie gesagt, ja, für alle, die neu sind, da oben in der Ecke, da ist einmal der Marcel aus München und der Marcel aus Berlin. Und Hallo, der Marcel aber aus es München sind hier. ganz, ganz liebe Kollegen. Boah, ich bin heute fast vom Dach gefallen, sage ich euch, als ich die Haken da festmachen wollte. So, dazu ganz kurz erstmal danke an alle, die Kritik üben. Die, egal bei mir, egal beim Marcel aus Berlin oder aus München, Kritik übt oder egal wo ihr Kritik übt. Hey, wenn der Ton stimmt, dann ist es immer cool und ich bin super dankbar. Ich habe gerade bei YouTube und hier auch bei YouTube und bei Instagram in den Stories und in der Timeline kurz ein Aufklärungsvideo gemacht, weil ich unter dem letzten Video meines Projekts des Dachs ein bisschen, ja, ich mag es gerne, wenn man was schreibt und man kann immer nett schreiben und wir wollen keine Handwerker, die es gelernt haben, irgendwie ausboten oder whatever, keine Ahnung, man kann Fehler machen. Egal, schaut euch das Video gerne an. Mehr muss ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ich freue mich einfach immer, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt oder auch ein Abo, dann werdet ihr hier immer eingeblendet. Ansonsten auf der Seite da unten oder wo auch immer gibt es einen tollen Chat mit einer riesen coolen Community. Ja, und dann gibt es halt noch einen lustigen Bot und so weiter und so fort. Mit den Punkten bin ich gar nicht weitergekommen, was es da alles noch geben wird und so weiter und so fort. Heute werden wir etwas machen und da wusste ich nämlich gar nicht, ich weiß gar nicht, was beim letzten Massaker an Epoxy-Massaker eigentlich passiert ist. So viel dazu. Es gab vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, gab es eine Epoxy-Folge hier beim Dienstag. Und Epoxidharz, wer das nicht kennt, ist so ein lustiges Zwei-Komponenten-Harzgemisch, was unfassbar hart wird, mit dem man viele Spielereien machen kann. Man kann Sachen ausgießen und so weiter. Ah, stimmt, wir haben Buntstifte gegossen. Ha, so lang ist es schon her. Alter Schwede, wir haben diesen Block gegossen, den ich immer noch bis zum heutigen Tage habe, nicht geschnitten. Den Block haben wir damals gegossen, diesen lustigen Buntstifte-Block. Ich habe gesehen, dass der Tinker Fun auch gerade Buntstifte gegossen hat für irgendwas, keine Ahnung für was, habe ich gar nicht weiter gesehen dann. Genau, ich habe aber mittlerweile schon viele, viele tausend Buntstifte vergossen für ein Projekt, welches sehr, sehr stockt, aber irgendwann weitergeht, ich hoffe. Und das, was ich jetzt hier in den Händen halte, das haben wir noch nie so zusammen verarbeitet, nämlich Glasfasergewebe. So. Dazu werde ich euch gleich einiges erzählen und erklären, weil ich baue ja diese Skateboards, die ihr da im Hintergrund immer seht, Kölong Skateboards, handgemacht, haben ihren Preis, aber so ist es halt. Und da ist auch Glasfaser eingearbeitet und das sind hier so ein paar Reste, die ich immer natürlich auch aufbewahre, weil das Material auch nicht gerade günstig ist. Und da kann man immer noch gewissen Kram mitmachen, wie zum Beispiel heute Abend können wir damit einiges noch machen. Alter, es ist viel zu dunkel. So, so ist besser. Und wahrscheinlich auch wieder zu hell. So, egal. Auf jeden Fall werden wir heute eine Absaugung bauen. Also die Absaughaube werden wir bauen. Ja?
Das heißt, für alle, die sträflicherweise in den letzten Folgen nicht dabei waren, es geht gerade um diese Absaugung da hinten. Hier, traumhaft, funktioniert. Ich lasse sie nochmal extra für euch wackeln, wenn ihr genau wissen wollt, was da ist oder wie das funktioniert. Das ist eine Ab- und Zuluftanlage, die ich gerade für die Werkstatt baue. Hier ist ja mein Schweißbereich. Nicht Scheiß, sondern Schweißbereich. Und da könnte aber eine Absaugung auch sinnvoll sein. Ja, im Scheißbereich, genau. Also hier ist ja mein Schweißbereich und hier entstehen halt einfach viele Dämpfe und so weiter. Genau. Und das hier ist die Absaugung und hier ist die Zuluft und Absaugung und so weiter und so fort. So, und hier soll eine Haube hin. Relativ flach will ich die haben. Ich möchte die so 15 cm ungefähr haben. Aber ich möchte sie so breit haben wie den Tisch oder so ein bisschen schmäler vielleicht. Muss aber gleich mal gucken. So 60, 70 cm. Und genau. Und auch ungefähr so tief. Deshalb möchte ich das aus Glasfaser machen, damit es relativ leicht ist. Und wir werden heute Abend quasi das Gestell bauen und werden alles dafür machen, um das quasi mit Glasfaser zu belegen, mit Epoxidharz einzustreichen, trocknen zu lassen. Und dann ist es quasi schon fertig. Dann können wir es lackieren, das dann in der nächsten Woche. So, jetzt aber noch ganz kurz möchte ich mich ganz krass bei jemandem bedanken. Nämlich, das ist jetzt etwas, was auch wiederum so unfassbar geil zum Beanstalk passt und zum lieben Marcel aus Berlin, alias teaser.cc. Denn ich habe von einer ganz lieben, sehr, 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 sehr langen und sehr treuen Zuschauerin, genau, siehst du, fragt nämlich gerade schon nach, liebe Heimwerkerbienchen Elsa. Und die Elsa hat mir ein etwas geschenkt und geschickt, wo ich auch wieder so lachen musste. Ihr habt gesehen, was ich letzte Woche bekommen habe, die Bang Noodles, ja, die Noodle Caps, mega geil im Style von Bauboom Bang. Und die liebe Elsa hat mir zwei Gläser von einem Honig geschenkt. Und ich will kurz euch zeigen. Einem Honig? Dem Achtung, Honig. Dem Honig. Gelee Royal in Blütenhonig. So, das ist ein absoluter Insider. Gelee Royal hat ganz stark was mit einem gewissen Matthias aus Berlin zu tun, der Gelee Royal König ist, aber eigentlich eher in Hamburg auf der Reeperbahn als in Berlin. Genau. Aber genau. Liebe Elsa, ich habe mich mega gefreut und wie du siehst, ist nur noch ein Glas hier gerade, weil das andere ist schon aufgemacht und Dankeschön, ganz, ganz, ganz fettes Dankeschön, mega lecker, total cool. Gelee Royal, wer nicht weiß, was das ist, Gelee Royal ist der spezielle Honig, die spezielle Nahrung für die Königin im Bienenstock, richtig? Na, damit werden die Königinzellen, also die Maden gefüttert sozusagen, die zur Königin werden. Ja, so. Oder so. Ich musste auch genau so lachen. Ja, sehr, sehr geil. Danke dir. Super. Also das war und super gesund, schreibt Elsa auch gleichzeitig. Der Morgenschiss der Biene. Kompressorschrauberchen, du. Du bist mir echt eine Schnitte bis zu mir. Ein Schnittchen. Ja, natürlich. Von wem soll sowas sonst kommen? Also, ihr Lieben, wie ich es gerade angekündigt habe, fangen wir an. Und dazu möchte ich euch erstmal ein bisschen die Grundlagen kurz mitteilen. Und zwar benutzen wir hier mein Standard Epoxid, welches wir aber noch ein bisschen verändern werden, wenn ich die anderen Komponenten finde, sonst lassen wir es einfach dabei, das funktioniert damit auch. Das ist von HP Textils ein
Das ist mein vertrauter Lieferant für Epoxidharz und alles außenrum. Und das ist der HPE45KL4000. Das heißt 45 Minuten. Die 45 steht für 45 Minuten Topfzeit. Das heißt, das ist die Zeit, mit der ihr mit dem angemischten Material arbeiten könnt. So, also ihr seht auch die Gefahrenhinweise und Achtung, jetzt ganz neu bei Bau Boom Bang, wir arbeiten nach Gefahrenhinweisen. So, komisch, ne? Genau, das heißt, wenn ihr damit arbeitet und ganz speziell, wenn ihr mit Glasfaser arbeitet, in diesem Zustand ist die Glasfaser. Das piekst einfach nur so ein bisschen, wenn man das halt benutzt. Das sind halt Glasfasern, die können sich in die Haut bohren. Bei dem, das ist grobe Glasfaser, da passiert nicht allzu viel. Schaut trotzdem, dass ihr irgendwie ja, dass ihr jetzt nicht das so über der Nase schneidet und so weiter. Also auch beim Schneiden entstehen kleine Staubpartikel, wenn die in die Lunge kommen, ganz uncool. Also guckt, dass ihr das nicht macht. Hier seht ihr direkt einen kleinen Trick, nämlich wenn ihr Glasfaser schneidet, und dann seht ihr direkt hier, seht ihr eine Seite super sauber geschnitten, hier, eine Seite super sauber geschnitten und die andere Seite raffelt oder riffelt hier aus. Wenn ihr Glasfaser schneidet, egal welches Gewebe, macht dort einen Klebestreifen drauf, schneidet dann da entlang, und den könnt ihr einfach mitlaminieren. Das ist dann einfach ein Überstück, weil ihr könnt diese Glasfaser, dieses Gelege, das ist verwebt, aber das könnt ihr so auseinanderziehen. Und wenn ihr das hier so auseinanderzieht, dann hat das nicht mehr den Effekt, den es haben soll. Also genau, das ist halt schon ein bisschen sensibel, kommt aber auch immer darauf an, was ihr natürlich damit machen wollt. So, das hier ist ein sogenanntes direktionales Gewebe. Das heißt, die Fasern verlaufen alle in eine Richtung. Sehr, sehr breite Fasern, sehr dicke Fasern, heißt dementsprechend ist das auch ganz schön schwer. So, da werden schon Fragen gestellt, Leute. Was sind das denn für Fragen? Ich vermute mal, der Sicherheitsbeauftragte hat Marcel am Wickel. Nee, so, einen hat er nicht. Eine wichtige Frage ist noch nicht beantwortet. Ist das Dach heute dicht? Ja, das Dach ist zum heutigen Zeitpunkt dicht. Das war eine wichtige Frage. Okay. Ja, das Dach ist heute dicht. Also. Und was macht das Essen und Trinken? Das Essen kommt hoffentlich gleich, aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich vergessen wurde. Egal, aber das Essen ist noch im Backofen. Es gibt ja was aus dem Backofen. So, das ist bidirektionales Gewebe. Das seht ihr jetzt schon in der Spiegelung. Das heißt 45 Grad verschoben. So, warum hat man sowas? Und zwar jedes Gewebe nimmt Kräfte anders auf. Ich habe jetzt beim Skateboard zum Beispiel eine Lage bidirektional und zwei Lagen bidirektional und eine Lage direktional, also in eine Richtung. Und das heißt, das nimmt Verwindungen auf, so, und das andere nimmt Kraft so auf. Also ist ein Riesending, was man damit machen kann und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich hier noch sogenannte, ich muss selber eben gucken. Ach so, das brauchen wir nicht. Das ist ein perforiertes. Ah, guck mal da. Das ist ein perforierte. Oh. Das ist dann performant, quasi. Dankeschön. So, denn heute gibt es was zu essen. Achtung! Tada! Es gibt mal wieder eine Pizza. Die wird kalt, denn das ist das Einzige, was ich auch noch kalt nachher essen kann. So, aber jetzt bin ich mitten in der Beschreibung und man hat mir sogar, guck mal, noch aus Schnittlauch Schnittlauch. ein M wie Marcel da drauf gemacht. Ist das süß. Ah, Kinder sind schon was Ja, Tolles. da müssten heute drei M's drauf sein. Da müssten heute Eine drei Marcel. 3 M's drauf sein. So, jetzt muss ich eben gucken, was das ist, weil, wie gesagt, ich habe verschiedene
Gelege, verschiedene Gewebe. Genau. Und das hier zum Beispiel, das ist ein... Ah, das ist eine ganz feine Glasfaser und das ist ein sogenanntes Finish. Das ist ein letzter Belag, den man da drauflegen kann nachher, weil genau, wenn man so ein richtig feines, ganz glatte, eine ganz feine glatte Oberfläche haben will, will ich jetzt bei mir nicht haben. Das ist nämlich fürs Fahrrad habe ich das gekauft, weil das Fahrrad ganz zum Schluss so ein Finish bekommt. Und das ist noch so ein Finish hier. Aber genau, also da gibt es verschiedene Glasfaser-Finish-Decklagen quasi. So, die lege ich mal alle hier zur Seite, nur dass ihr es mal gesehen habt. Das hier ist ein Abziehgewebe. Das ist ein Gewebe, das legt ihr da drunter oder da drüber und davon könnt ihr super nachher das Glasfaser abziehen und die Glasfaser abziehen und das nimmt überflüssigen Harz auf, was tipptopp ist. Und genau, also auch super wichtig, braucht man auf jeden Fall, brauchen wir heute Abend auch. Das ist das bidirektionale Gewebe, mit dem wir jetzt heute Abend arbeiten. Genau, das sind jetzt hier so, hier sind jetzt, das ist eine 50 Meter Rolle gewesen, da sind jetzt noch, keine Ahnung, 10 Meter drauf oder sowas. Ich arbeite relativ viel damit, weil ich ja so knapp 500 Boards im Jahr mache. Da geht schon einiges drauf. So, und das hier ist eine Folie und mit dieser Folie, das ist eine Vakuumfolie, und damit kann ich Vakuum ziehen. Ich habe eine Vakuumpumpe und die habe ich aber nur für solche Arbeiten. Pero für nichts anderes. Und genau. Und das ist ja eine spezielle Vakuumschlauchfolie. Das ist direkt ein Riesenschlauch im Endeffekt. Scherzkeks. Und wieder für Pero, ne? Ja, es ist alles für den Pero heute Abend. Alles für den Pero, alles für den Club. So. Und genau, so schaut's aus. Was ihr noch braucht, das nehme ich euch mal mit nach hinten. Was ihr noch braucht, ist eine Waage. Ich hole jetzt mal mein Zeug raus. Ihr braucht eine Waage, ihr braucht einen Anrührbecher. Ich nehme jetzt mal einen etwas größeren Anrührbecher, braucht ihr. Dann braucht ihr so Vermengstäbchen, hier einfach so ein paar Vermengstäbchen. Dann braucht ihr eben, wie gesagt, diese Nitril-Handschuhe. Die gibt es in verschiedenen Farben, schwarz, blau und so weiter. Ich habe Größe L zum Beispiel. Genau, die braucht ihr, weil die müsst ihr auch während der Arbeit ein paar Mal wechseln. Weil auch hier, die haben ungefähr eine Standzeit für Epoxidharz von... Na, Stunde, halben Stunde ungefähr. Und dann müsst ihr das auf jeden Fall wechseln. Das ist nämlich dann uncool. Ach stimmt, wir haben auch die Epoxidharz-Lampe gemacht, wo ich gerade meinen super Epoxidharz, Anti-Epoxidharz-Kleber sehe. Kleberolle, ne? So. Der Jörg fragt gerade, oder ja, du sollst mal eine Angabe zum Vakuumschlauch machen. Was heißt denn eine Angabe zum Vakuumschlauch? Durchmesserlänge. Das hat er nicht genau. Wahrscheinlich irgendwie Größe, keine Ahnung. Die Größe, das ist 1,50 Meter mal in dem Falle 100 Meter auf der Rolle. Und die kann man sich abschneiden. Und dann gibt es ein Dichtband, das ist ein Kautschuk. Und das Dichtband, das ist so eine Kautschukwurst auf Rolle. Super teuer leider. Und das legt man dann in den Schlauch ein, presst das an und dann hast du einen Zunschlauch. Also da muss nichts irgendwie erhitzt werden, um das zuzumachen oder Gott weiß, es ist halt im Endeffekt ein Schlauch auf der Rolle. Und genau, und dann kann man damit das Vakuum ziehen. Das Vakuum ziehst du oder brauchst du aber auch nur, wenn du kraftschlüssig einen Gegenstand umformen willst. Sonst brauchen wir das nicht.
Genau. So, genau den ganzen. Habe ich erwartet. Genau. Nee, der Jörg meint die Quelle, also wo du den Vakuumschlauch anscheinend her hast. HP Textil. hp-textil.de. Das ist mein Lieferant für alles zum Thema Glasfaser, Epoxidharz und alle Sachen dazu. Zum formschlüssig umfassen, ne? Zum formschlüssigen Umfassen, genau. Ihr kleinen Drecksschweine. So. Also ich finde, Matthias soll die Maske jetzt immer tragen. Das ist, ja. Die passt so gut bei dir. Ja, ne? Oder? Die, das ist ja der die, Hammer. Die steht ihm wirklich ja mega. Die steht ihm wirklich. Nee, warte mal, jetzt muss ich was sagen. Jetzt musst du mal ins Bild zur Seite gehen. Ja. Dass du dann meinen Kopf auf deinem Hals hast. So? Genau so. Ja, genau so. Ja, passt. Jetzt musst du aber auch reden. Ja, 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 ja. Also, du hast jetzt gerade deinen Maßstab in der Hand und misst jetzt erstmal aus. Genau, ja, genau. Sehr gut. Was für ein Unfug. Genau, also wir messen mal ganz kurz. Mein Tisch ist, mein Schweißtisch, mein Siegmund-Schweißtisch, Achtung Werbung, steht aber unten, ist 1,20 Meter mal 80. Heißt, ich möchte meine Abzugshaube möchte ich 80 mal 50 reicht. Damit es nicht zu groß ist. Nee, das ist schon zu groß. 80 mal 50, 60, 40. Ach komm, 40 mal. Kann es jemals zu groß sein? Bitte. Hä? Wie kann es jemals zu groß sein? Bitte. 40 mal 60, oder? 40 mal 60. Ja, 40 mal 60. Die üblichen Größen. Tommy, vielleicht zeigst du allen Zuschauern mal kurz, wie man den Stream einen Daumen nach oben gibt. Glaube, das ist nicht allen geläufig. Du meinst da, einfach da drauf tippen, wo die 51 steht? Ja, da wo die 51 steht, da einfach drauf tippen. Marcel, der Piero hat schon wieder einen Story. Langalalalalala. Sieht echt genial aus. Teaser, schau mal aufs Handy. Ah, okay. Zu klein. Ja, der Piero hat schon wieder eine Story gemacht. So, jetzt bin ich abgelenkt worden und habe schon wieder vergessen. 60 mal 40 haben wir gesagt. 60 mal 40. So, 60 mal 40 mal 20. 60, 40, 20. So, 60, 40, 20 wird unsere Absaugung. So, und zu 60, 40, 20 fällt mir nichts anderes ein, als ich gehe jetzt mal eben kurz ein paar Latten organisieren. So, aus denen habe ich schon, ich habe nämlich noch jede Menge davon, aus denen habe ich schon diesen wunderbaren Holzkorkstuhl gebaut, wer ihn noch nicht kennt. Ja? Holzkorkstuhl auf der Maker Faire mit dem lieben Arne und mit dem lieben Matthias zusammen. Sehr, sehr schöner Tag gewesen. Also der Matthias hat eigentlich ein Messer gebaut. Also geschliffen. Ich habe kommentiert. Genau, und du hast kommentiert und den ganzen Tag den Arsch abgefilmt. Also ja. Mega war das. Während du den abgeformt hast. Genau, während ich mir einen abgeformt habe, hast du dir einen abgefilmt. 40, 60, 20 ist ja eigentlich ja total geil. 40, 60, 20 machen wir ganz einfach. Und zwar werde ich mal eben hier schnell die Gelege auch mal zur Seite legen. Und was ganz wichtig ist, auch bei der weiteren Bearbeitung müsst ihr bitte bedenken, dass ihr auf jeden Fall Atemschutz tragt und so weiter und so fort. Ne? Also muss ich nicht... Atemschutz durch die Nacht. Genau. Ja, Atemschutz durch die Nacht.
Du machst ja was mit dem T-Shirt los irgendwie. Ist das kaputt gegangen oder was? Was? Dein T-Shirt ist kaputt. Wo? Das hat so komische Sonderfarben und da stehen so komische Sachen drauf. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe vergessen, mich um. Also, ich trage eigentlich den ganzen Tag meine Klamotten, aber. Ja, ein Zivil ist ja immer super dry und dann in der Sendung immer bauen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ganz viele Leute kennen mich in Zivil. Ich trage echt meine Klamotten wirklich sehr, sehr viel. Also eigentlich jeden Tag. So. Und wir schneidern uns das mal eben kurz zusammen. Ich muss mal eben kurz gucken. Und zwar mache ich mir jetzt diese Brettchen zur Lattung. Jetzt muss ich nur selber überlegen, ob ich das flach zusammen mache. Ja, ich glaube. Trink nicht vergessen. Ja. Wer schreibt denn das eigentlich? Wo steht es denn? Bulat Schmiede. So, Bulat Schmiede. So, wir machen das so. Und zwar, die Dinger sind 2 Zentimeter stark. 2 Zentimeter stark. So, Achtung, wird laut. Ihr müsst mal kurz quatschen. Ich mache mein Mikrofon aus. Wie, jetzt dürfen wir reden? Nachdem er jetzt die ganze Zeit geredet hat, sind wir jetzt dran? Ja. Das ist ja unglaublich. Wir sind dran. Also, ist mir übrigens aufgefallen, dass Marcel jetzt einen leichten Wet-Look hat von Haaren her. Das hätte man doch ein anderes Bild aussuchen müssen, ne? Stimmt. Ja. Haben wir nicht ganz getroffen, ne? Boah, guck's dir an, wie immer. Das Sägewerk voll raus. Das läuft. Was geht denn nicht? Was überlegt er gerade? Läuft gerade die Säge und ist gerade mit dem Metall. Nein, ich sag schon wieder nichts. Ja, die sägt bestimmt auch Metall. Oh, wenn er so reinkommt, auf jeden Fall. Das macht der Marcel schon. Was macht der Kameraarm da hinten? Der ist tot, oder? Ich glaube schon. Ich habe auch gerade überlegt, wann der mal wieder in Funktion kommt. Oh Mann, jetzt geht er ab. Guck's dir an. Mit Handschuhen an der Säge. Irgendein Marcel redet immer, genau. Wenn der Finger ab ist, ist er wenigstens gleich in einem Handschuh. So. Ja, dann ist er wenigstens gleich im Handschuh. Vollkommen richtig. So, einmal das. So, da haben wir die 40er Seiten haben wir schon fertig. So, 40. Und jetzt habe ich ja zweimal 2 Zentimeter. Heißt, ich wollte ja 60 lang, heißt 54 lang. Wie gut, dass das Zentimeter Maß 50 lang ist. Das ist, der Matthias gerade in der Maske war. Aber ich habe das Gefühl, Matthias, du hast einen relativ hohen Kopf irgendwie, ne? Was habe ich? Du hast einen relativ hohen Kopf irgendwie. Ich verstehe nichts. Das Bild an sich ist ja eigentlich noch relativ aktuell, ne? War er zwischendurch im Friseur nehmen, oder? Nee. Nein, null. Nee. War der schon beim Friseur? Nee. Kann er nicht, muss ein Dach decken, ne? Aber hallo, 6. Wie viel Dach ist eigentlich noch übrig jetzt? Ist schon fertig alles, oder? Nee, ist noch nicht alles fertig. Aber schon ziemlich weit. Auf der Rückseite haben wir 80%. Und dann kommen Gauben und so weiter und so fort. Die Kleinigkeiten. Also wenn wir alles richtig machen. Die halten am längsten auf. Die Gauben? Ja, bestimmt. Ja, also die Gauben sind auf jeden Fall, ist schon Meth, aber naja. Schlimmer sind die fiesen Übergänge, Schleppgaube und so ein Scheiß. Das ist echt eklig. So. So, Achtung, jetzt wird es noch einmal laut. Du hast dich über das Mikro beschwert. Pero, 3 weiße Gauben. Aber der Vorteil ist ja, die Absaugung kann er ja dann auch multiple benutzen. Ja? Also da braucht er ja nicht nur zum Schweißen, die kann er ja auch für andere Sachen nehmen. Ja. Das ist schon praktisch, muss man mal sagen. Ne? Was? Aber kommt denn der Schlauch von der Seite ran oder von oben? Von oben. Es kommt darauf an, wie du sie benutzt, weißt du? Ach so. Manchmal musst du auch von der Seite ran absaugen.
So, hier werden wir jetzt den Rahmen bauen. Und den Rahmen bauen wir mit einem so tollen Werkzeug. Ich hau mich weg, ey. Mega. Muss mal eben Druckluft reinlassen. Wo ist denn die Druckluft? Guten Tag, hallo. Erstmal ein bisschen Druck ablassen und nageln, ja? Genau. Heute werden aber wieder alle Klischees erfüllt, ne? Ja, heute werden alle Klischees erfüllt. Heute werden wir... So, Kinder. Achtung, Druckluft. Zack. Bang, bang. Ding, 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 ding. Und die Elsa, jetzt wird genagelt. Hä? Da freut sich die Elsa, jetzt wird genagelt. Genau, 56. Wir nageln mit Marcel. Tipptopp. Solange ich jetzt hier kein... Alle drei zusammen. Genau, solange ich jetzt hier kein Epoxidharz mache und die Dinger nicht anfasse. Geil, ne? Ich habe immer noch mein Make-A-Fair-Bändchen an. Yes. So. So, jetzt werden wir das mal eben hier kurz zusammenbringen. Ah, das wird traumhaft. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da Nägel drin habe oder was ich auch immer drin habe. Oh, mega. Ich glaube, ich habe Nägel darin. Ach, ich weiß nicht, was ich vorher da ohne gemacht habe. Was habe ich denn? Sag mal, Marcel, ob ich jetzt dein iPhone entsperren kann? Ich glaube nicht. Wie die Hand. Wunderbar. So. Ich denke immer an den... Geil. Seht ihr das, wie das da hochgeht immer? Weil, na egal. So. Tipptopp. Alter. Früher, als ich noch nicht so belesen war, eher gesagt, noch beratungsresistent gegenüber Druckluft war. Meinst du der Zeit, wo du mit den kleinen Dosen rumgerannt bist? Ja, genau. Ja, das waren noch Zeiten. Und jetzt tacker ich mal eben schnell so einen Rahmen zusammen. Mega. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich, glaube ich, zu kleine Nägel drin habe. Muss mal eben gucken. Ja. Ah, ich habe zu kleine Nägel drin. Muss mal eben die Maximallänge an Nägeln da rausholen hier. Bang, 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 bang. Oh, oh. Was? Jetzt will er es wissen. Ja, es hält mir nicht genug. Zack. Du hättest doch vorher noch Kleber zwischen machen können. Warum? Damit es noch besser hält. Ah. So lang. Tipptopp. Und jetzt hier machen wir noch einen Schräg rein. Bam. Bunga, 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 bung. Bong, bong. Und hier noch einen Schräg rein. Bam. Einfach reinschießen, weißt du? Das ist nämlich das Geile. Schrägnagler. Ja, ich Schrägnagler. Bang, einfach rein. Und noch ein. Bang, bang, au! Bang. Und bang. Und bang. Ich nagel gerade zum ersten Mal schräg. So, ich halte das hier mal für immer fest. So. Hier kommt jetzt leider gerade ein kleines Stückchen raus, aber... Ja, sind Sie gleich vernagelt. Gleich habe ich mich vernagelt. So. Das müssen wir mal eben hier abdingsen. Mensch, wir haben 274 Gäste. 274, aber wir haben gerade mal 72 Likes. 73, Entschuldigung. 73. Was ist denn da los? Was ist denn da los, Kinder? Prösterchen. Und Arno und ich, wir haben nach unten gedrückt, den Daumen. Sind zwei Daumen nach unten. Mhm. Top. Das mache ich immer so bei jedem Video. Direkt, wenn es rauskommt. Du bist immer der Erste, ne? Gleich auf Daumen runter drücken. Immer Daumen runter. Bei jedem. So. Oh, zack, 90.
Die Ansage war gut, Arne. So, guck mal, tipptopp, mehr brauche ich auch gar nicht, weil 94. Das Ganze, ja, so, jetzt werde ich aber trotzdem, so, jetzt habe ich quasi den Rahmen, das ist das Außenmaß für den Abzug. Jetzt gießt er das Epoxy in das Ding rein, lässt es leicht anhärten und dann pustet er das in den Rahmen rein. Genau. Das ist das Gegenteil von Tiefziehen. Das Gegenteil, genau, das Gegenteil von... Er macht von Tiefblasen. Genau. Tiefblasen. Ich mache Deep Blasing. So. Oh Gott. Deep Blowing. Deep Blowing. Oh mein Gott. It's oh mein Pero, nein, das hast du Pero, nicht gehört. Pero, hol dir ein Bier. It's blowing in the wind. So. Genau. Eigentlich kann ich das jetzt hier so drauf machen. Ich suche jetzt mal eben kurz hier die Mitte. Genau, das sind 60, heißt 30 ist die Mitte, wenn ich mich nicht verrechnen tue. Tue ich nicht, deshalb habe ich auch kein Problem mit damit. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das mache. So, also, für euch fürs Prinzip, was ich jetzt vorhabe, und zwar will ich jetzt gleich von hier aus meine Folie spannen. Heißt, ich muss jetzt hier oben quasi die Kreisfläche irgendwie hinbekommen, an die ich dann nachher quasi anmodelliere. Das heißt, ich werde diesen Kasten als Rahmen nachher, als Form haben und dann gehe ich über diese harte Kante in die Mitte zu einer Kreisform. Das wird nicht leicht, aber das wird irgendwie funktionieren. Wahrscheinlich mit ein paar Falten, aber das ist mir relativ wurscht, würde ich sagen. So, heißt aber, ich muss hier in der Mitte irgendwo hoch und ich habe ja gesagt, hier 20 cm. Am allerliebsten wäre mir jetzt eigentlich ein HT-Rohr, wo ich gerade überlege, ob ich nicht irgendwo noch eins habe. Ich bin sofort wieder da. Die aber alle 110 haben. Ein Stück von der Dachrinne ist bestimmt noch irgendwo übrig. Genau. HT 110. Aber Dachrinne habe ich ja nicht. 110 HT. Ich bin sofort wieder da. Siehst du, Matthias, so läuft das. Ja. Schon ist er wieder weg. Das ist lustig mit deinem Dings. Du könntest jetzt im Prinzip auch wieder einschlafen, das wird keiner merken. Stimmt. Brauche ich noch eine Stütze hier irgendwie und dann. So. Ihr hört mich eh. Auf jeden Fall. Ja. So, und laut jetzt habe ich. Deutlich. Ich habe jetzt ein bisschen HT-Rohr und das Beste ist, das passt nämlich dann nachher so da drüber. Heißt, ich nehme jetzt dieses HT-Rohr und werde das quasi hier in der Mitte anbringen, so dass ich hier oben quasi dann anformen kann. Ich muss noch überlegen, ob ich hier und hier noch eine Verbindung nach oben mache, wo ich irgendwie drüber spannen kann. So, wenn ich insgesamt 20 cm hochkommen will. Da bleibt nicht viel. Nee, dann bleibt gar nicht viel. Aber. Und du musst ja überlegen, wenn der Schlauch oben noch drüber kommt, also wolltest du die 20 cm von der Decke jetzt weg haben oder. Wenn der Schlauch von oben noch kommt, dann hast du ja nochmal 20 cm mehr als die 20 cm Absaugung, meine ich. Du hast den 40 von der Decke runter, weil sonst kriegst du den Schlauch hier oben nicht drauf. Ja. Ja. Aber guck mal, dann habe ich 40. Dann habe ich. Nee, ich wollte nur wissen, ob dir das jetzt so bewusst war. Ja, dann habe ich halt.
Guck mal, 40. So Ja. tief hängt dann die Ja. Absaugung. Ja. Ungefähr. Aber das ist ja eine anständige Höhe. Ja, vielleicht werde ich auch nur 30. Komm dann. Ach, scheiße, ich brauche unbedingt Druckluftleitungen. Mann, ich werde nur 30 hoch. Du hast vollkommen recht. Ich werde nur 30 hoch. Heißt aber, ich muss mir ganz kurz mal eben zwei Brettchen schneiden, die hier noch reinpassen. Heißt 36. Zwei Brettchen schneiden, die 36 sind. 36. La 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 la. Und wenn du das HT-Rohr oben schon ein bisschen schräg machst, dass es schon ein bisschen geneigt ist, der Anschluss sozusagen zur Seite. Das wäre mein Gedanke Ja, gewesen, so 45 Grad schon zu gehen, so, ne? aber auf 45 Grad schon. Also die Idee war eigentlich, dass ich das von oben so dann runter machen kann, weißt du? Wenn ich das. Kannst du auch trotzdem, oder? Du meinst runterziehen Nee. oder? Ja. Hm. 45 Grad. Pass auf, egal. Ich brauche ja sowieso erstmal eben 36, eine Auflage für das HT-Rohr. Brauche ich 36er Brettchen mal eben. Die schneide ich mir mal eben kurz hier mit euch, Kinder. Kinder der guten Laune. Alter, hör auf zu singen, das geht gar nicht. Scotty schreibt gerade, du sollst mal noch LEDs mit einplanen, dann kannst du die Pläne auch für den Zehner verkaufen. Nur wenn man das auch als Carport benutzen kann. So, Aber Achtung. ohne Konstruktionsfehler. Wer macht denn sowas? Kenne ich keinen. Ich auch nicht. Oh nein. Sowas machen nur Firmen. Ja, als Privater würdest du es ja sofort, also, ne? Baumeister. Tja, weil Marcel jetzt zweimal anwesend ist. Weizenbär, heute wird die Absaughaube für seinen Schweißtisch geformt. Also für meinen Schweißtisch meine Absaughaube geformt. Du meinst für seinen Schweißbereich? Genau. Eine Stille. Angenehm, ne? Ja. Hat was, kann Marcel, ich du nicht bist so lachen. still. Achso, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht petzen. Ah, okay. Also, ich mache jetzt hier gerade das Mittelstück, damit. Oh, es ist geil. Wie schön eingenagelt, Ey. Und da wird er geil. Das Das ist. steht da drauf, Ey. ey. Das ist echt. Ich weiß nicht, was ich vorher gemacht habe. Mr. Handwerk wusste schon immer. Was? Nagel nicht Nageln. richtig. Wie man es richtig macht. Das stimmt. So. Ja, ich könnte 45 Grad gehen, ne? Ja, wenn einer nageln kann, ne? Ja. Dann sieht die Abzugshaube vielleicht auch ganz geil aus. Muss ja. Es Das muss ja war gut gar für nicht. Lamista, das ist natural. Ja, könnte gut aussehen, ne? Dann geht es hier Ja. ein bisschen steiler hoch. Ich überlege nur, Oh. wie das mit den Abzugswerten ist, also mit den Abgaswerten. Wisst ihr, was ich meine? Also, Ach so, das ist ja muss nicht man gleichmäßig natürlich absaugt, meinst du? das muss man Ist erst ja unter nicht gleichmäßig Realbedingungen dann absaugt. checken, ne, ob das wirklich so ist.
Müssen wir doch real. Da müssen wir dann einen Rauchtest machen. Ein Rauchtest muss dann gemacht werden. Ja, aber bis dahin ist es dann ja schon zu spät quasi. Ja. Dann musst du also doch erst eine Pappschablone bauen. Alter, ich baue doch jetzt keine Pappschablone. Ich habe übrigens festgestellt heute, sehr spannend, dass tatsächlich Leute bis zu 18 Jahren, wenn sie Bau, Boom, Bang eingeben, bei YouTube mich nicht angezeigt bekommen wegen dem Bang. Kann man verstehen. Geil, ne? Content, den du lieferst. Ja, tipptopp, mega. Absaughauben. Ach, scheiße, Leute. Ich habe irgendwie die Befürchtung, was schreibt ihr denn alle da? Unschlüssige Verbindung. Ach so, wird der Abzug gemacht? Ich dachte, es ist ein neues Projekt. Ja, so ähnlich. Es ist ja ein Projekt im Projekt. Grüne Plakette. Ja, der Bot hat ihm wieder auf die Finger gehauen. Pero fällt schon wieder beim Bot in Ungnade. Ja, genau. Irgendwo braucht Pero eine zweite Identität hier. Sehe ich schon kommen. Das HT-Rohr wird, weiß ich noch nicht. Stimmt eigentlich. Eigentlich könnte ich das fest mit einepoxieren. Könntest du von innen wieder rausdremeln. Ja. Nee, aber als Anschluss, als Flansch. Ja, aber du musst es ja oben irgendwie trennen von dem, was es runtersteht. Ja, ja, genau. Also entweder bringe ich das direkt hier so an. Dann müsste ich das... Du könntest natürlich jetzt auch das Epoxid, das Rohr einmal schneiden, dann das andere Stück oben drauf setzen und mit Klebeband wieder zusammen verbinden, damit du nachher das untere Stück wieder abnehmen kannst. Ah. Also manchmal, ne? Weißt du, was ich auch trotzdem machen kann? Aber spart das was? Guck mal, spart das was, wenn ich hier symmetrisch bleibe, aber hier quasi 90 Grad nur bin, 45 Grad nur bin. Tja. Nö, glaube ich nicht. Da hast du wahrscheinlich eher durch den flexiblen Schlauch mehr Möglichkeiten als... So, 45 Grad, so. Doch, ich glaube schon. Aber es wird nicht alles gleichmäßig abgesaugt. Nee, ich mach das gerade. Ich mach das gerade, Leute. Ich mach das gerade. Ich hab Schiss. Schiss, dass es nix wird. Nee, ich hab keinen Schiss. Schwachsinn. Ich hab keinen Schiss. So. 20. Was habe ich gesagt? 20, ne? Hoch. Ja. 50. Also insgesamt wollte 30 hoch werden, also mit dem Schlauch dann oben. Und wenn der Schlauch 14 hat? Hä, wie der Schlauch? Bisschen Biegung. Na, der Schlauch nachher, der oben dran kommt. Nee, der Schlauch. Der muss ja da drüber. Ja, da wäre ich bei 40. So, der Schlauch hat von so bis so 25. 25, oh. Ja, dann darf die Haube 15 haben. Dann hat die Haube bei 15, dann bin ich bei 40 Höhe. 15. Auf jeden Fall. Ja, das geht wahrscheinlich hier noch enger im Radius. Guck mal. Ach, Arne, ist das schön. Nee, 20. 20, dann werde ich 15. Sieht auch sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Mein Rentierbart. So, senkrecht einharzen und dann mit 2x45 HT-Winkeln arbeiten. Nee. Aber wie senkrecht einharzen? Mit einem Winkel dann auf 90 Grad ist besser, weniger, höher. Gerade. Und Pero würde eine Kloschüssel in die Decke schrauben. Mit unserem 90-Grad-Bogen. Und bei Wassernachanschluss, genau, da kann er super absaugen. Ja, aber ich will ja kein HT, ich bin ja extra auf UF-Metall gegangen. Na, der Marcel hat keinen HT-Anschluss. Kein HT.
So, ich schneide das hier erstmal. Ist das gerade? Scheiß drauf. Minus 2. Ich will, was habe ich jetzt gesagt? 15 hoch werden. Genau, 15 reduzieren wir jetzt von 20 auf 15. Heißt, ich muss 13 cm hier vom HT-Rohr abschneiden. Das machen wir jetzt hier mal eben an der Kreissäge. Komm mal rum. Also willst du es doch drin lassen oder warum schneidest du es jetzt ab? Wie? Na, warum schneidest du das Rohr jetzt ab? Weil das zu kompliziert ist. Weil das zu kompliziert ist, einfach zu benutzen. Das tust du jetzt? Okay. Was? Ernsthaft? Okay. Warum denn nicht? Weiß nicht. Wie, doof? Also ich hatte mal HT-Rohr an der Bandsäge, das war auch nicht so geil. Nee? Nee, das hat sich dann irgendwann gedreht. Das war dann nicht so schön. An der Bandsäge wohlgemerkt. Was die Kreissäge macht, weiß ich nicht. Komm, das, sehen wir das ja geht schon. Probieren wir mal das aus. Das geht schon. Okay, ohne Anschlag brauche ich gar nicht anfangen. Das ist ja totaler Mumpitz, was ich da mache. Das geht gar nicht. Das wird nur noch krumm und schiefer hier. Aber gehen tut es. Also okay. gehen tut es sogar ohne Probleme. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Nee, das geht sogar komplett ohne Probleme. Ich glaube, ich müsste das hier mal eben abmachen und quasi wie einen verdeckten Schnitt machen. Jetzt, wenn du hier in der Bandsäge machst, dann müsstest du so ein V-Teil unten drunter legen, was quasi da hindert, dass es rollt. Ja. Jo. Alter, ich bin hier voll gegen den Tisch gekommen, jetzt der Tisch verdingst. Egal. So. Wir machen das jetzt einfach so. Achtung. Also tipptopp, ganz normal entgraten. Ja, mega. Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, 13 waren das jetzt, ne? 12, 13. Ach, scheiße. So, machen wir hier 13. 13, jetzt muss ich nur gerade überlegen, ob das alles so Sinn macht, dass ich dann da reinkomme. Ja. 13. Wir schneiden einfach mal hier 13 ab. So. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gerade für ein Move war, aber egal. So, 13 schneiden wir mal eben ab. So, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mich total drüber ärgere, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ich muss das mal eben hier einstellen, dass das nicht bei der... Ich brauche hier so einen Anschlag quasi. Das wäre jetzt zu viel. Ich muss mir hier nur einfach mal so einen Anschlagsreiter machen. Ich komme nicht dazu.
könnte kotzen. So, tipptopp. Achtung. Also, tipptopp, HT-Rohr auf der Bandsäge mit einfach ganz fix hier. Geht. Geht, passt, wackelt und hat Luft. Tipptopp. So. So. Dann brauche ich mal eben hier kurz einmal Schmirgelpapier, Schleifpapier, eben einmal das Entgraten hier oben, weil da natürlich immer Reste sind. Alter, das ist der beste Schnitt, den ich je an einem HT-Rohr gemacht habe. Alter, guck dir das mal an. Das ja sieht aus wie aus der Fabrik. Na, siehst du. Nicht schlecht. Ja, also. Arne, ab an die Rekordbauer Formatkreissäge. HT-Rohr schneiden. Oder? So. Tipptopp, funktioniert. Alter, das Bild ist hier zu dunkel. Komisch. So. Also. Das kommt quasi in die Mitte. Das machen wir jetzt Pi mal Daumen mal Auge mal irgendwas. Richtig, 40, 20, 20, da ist die 20. Ne, komm, dann machen wir, wenn dann machen wir das richtig, oder? Richtig, 20, 20. Wenn, dann wird das richtig angezeichnet. 2020. Oh, ich wollte meine Topshot-Kamera heute einsetzen und habe dann festgestellt, wenn ich das Ganze am HDMI anschließe, diese lustige tolle Mühle, dann braucht die extra Stromversorgung, sonst macht die kein Bild. Geil, ne? Super. Mhm, habe ich mir auch gedacht. So, jetzt machen wir einfach hier auf. Alter! Werden wir jetzt einfach hier auch Druckluft nageln. Puff. Top. HT Druckluft nageln. Aber nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst, oben in deinem neuen Badezimmer die Rohre zusammen zu nageln. Aber geil, es geht nicht. Haha, es geht nicht. HT Rohr will nicht. Mehr Druck! Mehr Druck? Ich glaube nicht. Alter! Krass. Jetzt will das HT-Rohr nicht genagelt werden. Also gedruckluft-dingst werden. Das ist eine Schweinerei. Das ist sogar super kacke. Geht direkt durch. So macht, ne? Hä? Ich sag, was man mit HD-Rohr, mit dem HT-Rohr immer so macht, ne? Ja. So. Verdammte Möhre. Egal, dann werden wir es jetzt halt eben so kurz halt festmachen. Ich schneide mir mal eben ein paar kleine Klötzchen ab. Fertig, ab die Post. So, ich habe mir ein paar Klötzchen abgeschnitten und die werden jetzt hier einfach
drumherum festgenagelt. Ja, André hat übrigens nur den Vorschlag gehabt mit Heißkleber. Ah, Heißkleber ist auch eine gute Idee. Heißkleber ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Das machen wir noch on top. Ich muss mal eben gucken, dass die Nägel nicht zu lang sind. So, jetzt wird das Ding einfach außenrum gekeilt. Arne, ich habe so ein bisschen Angst immer jetzt, wo du mir das erzählt hast, dass so ein Nagel mal schief rauskommen kann. Ja, du musst die Hände schon ein bisschen wegnehmen. Ja, komm. So. Also, das hast du vorhin selber gemerkt. Manchmal ist es halt so, wenn du das richtig schräg reinschießt, dann verbiegt sich das noch mehr in die Richtung manchmal. So. Ja, du musst aber mal drauf achten, wie du den Nagel hältst, weil die können nur nach rechts oder links, nicht nach vorne oder hinten. Genau. Ja, ja, absolut. Absolut. So. Also, jetzt haben wir das hier eingespannt. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich das einfach hier drüber spannen. Das werden wir jetzt ausprobieren. Und dann zum Schluss quasi, wenn das ausgehärtet ist, werden wir das Loch schneiden. So, wenn das ausgehärtet ist, können wir dann das Loch schneiden. Heißt, erstmal was trinken. Und mal ein Stück Pizza essen. Mhm. Mmh. Vollkommen richtig. Bevor ich jetzt alles mir versaue, muss ich erst noch schnell ein Stück Pizza essen, weil nachher kann ich nämlich nichts mehr anfassen. Und natürlich wie immer mein schönes Habanero scharfe Pulver. Der Formbau wird bei der Spielzeit nicht mitberechnet. Nee. So. Oh, danke für dein Abo, wer auch immer das war. Der Joe Bravo, danke für dein Abo. So. Passt schon. Lecker scharf. Kann ich nur sehr empfehlen, wer scharf mag. Bestens. Hm. Prosit. So, ein Stückchen. Das Schlimme ist, mit Kopfhörern drin hört man sich selber so unfassbar laut. So. So, wir werden jetzt Abreißgewebe nehmen. Hier. Johannes Huber, danke für dein Abo. Alter. Vincenzo Acuri, danke für dein Abo. Was geht denn jetzt ab? Jetzt geht's aber ab hier. Manometer. Ist das heute ja. Die Abo-Show? Das ist die Abo-Show, ja. Nee, aber manchmal fällt den Leuten dann irgendwann auf, hey, ich habe den Kanal ja noch gar nicht abonniert. So. Ich lege jetzt hier dieses Abreißgewebe drüber und dann werde ich gleich ein bisschen großzügig. So. Und dann habe ich eine extra große, lange Schere. Ihr seht, die ist schon ordentlich versaut mit Epoxidharz. Und dann werden wir das hier wie beim Schneidern, werden wir hier das Abreißgewebe schön abschneiden. Der Jörg schreibt gerade, dass du noch 4 Fäden spannen kannst von den Ecken zum Rohr, damit du dann eine saubere Kante hast. Ah, das ist auch schön. Oh, das ist auch eine schöne Idee. Aber wir gucken uns mal eben,
Wir gucken uns sofort mal das Bild an, wie, wie das ausschaut. Ach genau, und übrigens ganz wichtig, diese ganzen Rollen sind immer, ich hasse ja Plastik, aber die sind mit so Plastik eingewickelt immer, um es vor Staub und Gott weiß was alles zu schützen. Das ist wirklich wichtig. Also besonders jetzt so wie bei mir, ich lagere das alles hier in der Werkstatt, in der Nähe der Werkstatt. Und wenn das einmal mit Staub kontaminiert ist, mit Holzstaub und so, dann braucht ihr da nicht weitermachen mit dem Material. Ganz bescheuert sonst. So. Also, guckt mal, wenn ich das jetzt hier runterspanne, guck mal, auf der Rückseite, wenn ich das jetzt hier so rüberspanne, glaube ich, kann das schon ohne Fäden ziemlich cool aussehen. Gefühlt. Ja gut, aber wenn mit dem Harz nachher, wird es dann vielleicht schwerer und dann hängt es vielleicht... Nein. Nee. Mm-mm. Nee? Mm-mm. Okay. Nee, aber trotzdem finde ich die Idee ganz geil, von der Kante rüber und von der rüber hier quasi einmal... Der Daniel Schneider hat noch geschrieben, kannst du doch Schweißdraht nehmen. Schweißdraht? Na, ist ja noch stabiler ein bisschen als ein Faden. Ja, Schweißdraht. Ich weiß gerade gar nicht. Also ein Zusatz und Zusatz oder so. Kannst ja auch. Na, ja, ganz ehrlich, der Zusatz ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. Ne? So ein... Aber den kannst du danach noch weiterverwenden, oder nicht? Meinst du, der ist dann. Ach nee, der ist ja dann schön eingeschmoddert. Der ist komplett eingeschmoddert, gesnoddert, gesmoddert. Nee, das würde ich nicht machen, ne? Das würde ich mal neu nicht machen, ne? So, aber einen Faden, wenn ich jetzt überlege gerade, wo ich einen Faden habe, oder ich könnte es auch mit... Ah, ich könnte es doch auch mit Stromdraht machen. Ah, weißt du was? Haha, noch viel besser. Pass auf. Ach, da ist meine ganze Abkleberolle. Tipptopp, war nicht schlecht. Pass auf, und zwar machen wir das mit... wir machen das mit Kleber. Ja, der Arne ist eingeschlafen. Stimmt. Ja, der hört zu. Der Arne hört zu. Ja, guck mal hier. Erzählen. Ach, guck, das Grüne. Guckt mal hier. Das müsste doch auch eine super Kante geben eigentlich. Hm. Das springt nicht ab. Hüpf. Kannst du noch eine Tackernadel reinmachen. Nack. Oh, schön festnageln. Genau. Ach, übrigens, ich hab's getan. Was? Wave Plus. Ach, sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Das Ding ist mir jetzt 10-mal in der Hosentasche. Ich hab jetzt gar keinen... Es arretiert gar nichts mehr. Und lass mal mit Jaco mal reden, das geht so nicht. Ja, ich habe Jaco, ich habe heute eine Mail bekommen von ihm über The Next Edition und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass ich das sehr gerne machen würde, aber ich finde, das kam die Mail, ja. Gezwungen bin, auswärts einzukaufen. So gerne, wie ich das unterstütze. So, guckt euch das an. Tippitoppi. So, jetzt haben wir, aber vielleicht auch nicht so ganz tippitoppi.
Ich glaube, ein Draht wäre es noch besser, ne? Doch, Schweiß. Ja, Bulats Schmiede, es gibt wieder welche bei Amazon. Yes. Und da der Matthias nicht am Amazon Affinity Link Projekt teilnimmt, macht es so wie ich. Bestellt es dort, weil Leatherman verkauft auch über Amazon in Deutschland. Er gesagt, irgendein anderer, der das, was auch immer, macht für die. Und dann geht ihr vorher beim Arne schön auf einen Affinity-Link oder bei mir. Und dann könnt ihr das, so wie ich jetzt zum Beispiel beim Arne, dann einfach einkaufen. Und dann hat der Arne auch was davon. So. Ne, Arne, so geht das, ne? Genau. So kaufe ich auch mal meine Hardware für meine Videokameras. So, dann nehmen wir mal eben hier dafür 15er Tackernadeln, weil das Gewebe muss jetzt mit Tackernadeln getackert werden. Das kann nicht genagelt werden, weil der Nagel da durchgehen würde. Aber da ich ja das Kombigerät habe, brauche ich keine zwei Geräte. Sondern habe einfach nur. Was ist denn da jetzt los? Hallo? Was geht ab da rein? Was geht ab da rein? Was ist denn jetzt hier los? Ah, okay. So. So, da probieren wir das mal aus. Und das Schöne ist, dadurch, dass das Linien hat, das Gewebe, ne, könnt ihr das auch wunderbar natürlich positionieren. Ne? So. Und wir fangen jetzt mal hier unten dann an der Kante an. Und da setzen wir mal hier einen kleinen Tacker. Und dann hätte ich jetzt natürlich schön unten das einfach mal entlanglaufen lassen können, aber habe ich natürlich nicht. Schwachmat, ey. Ich bin so ein Horst, wirklich. Sorry, wenn jemand Horst heißt, aber so. Aha, ein Schwarzer hat das bestellt. Ein BitKit auch noch gleich dazu. Ein hey! Was? Ach, ein BitKit. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob schwarz oder silber, aber dann hast du ja schon beantwortet. Yes, schwarz. Ist doch eine gute Entscheidung gewesen. Ja. Black is beautiful. Black is beautiful. So, guck mal, und jetzt kann man das jetzt hier wunderschön drüber spannen, so dass das hier schön nachher drüber liegt. Hier ist gerade eine gute Aussage. Den Flansch oben, du musst doch oben den Schlauch darüber kriegen oder willst du es noch ansetzen dann ein Stück? Hä, wie? Na, oben hast du doch jetzt quasi komplett drüber gespannt übers Rohr. Ja. Jetzt hast du ja keinen Flansch, wo du den Schlauch drauf kriegst. Vollkommen richtig. Ja. Aber das ist ja total einfach. Scheiße. Das machen wir in der nächsten Sendung. Nee, genau. Und zwar. Nein, das soll so. Nein, tatsächlicherweise machen wir dann beim nächsten Mal, wenn das ausgetrocknet ist, das ist die Grundform und dann legen wir hier uns ein Stückchen HT-Rohr dran. Und formen das ein bisschen an und dann habe ich den Flansch. Das ist ja, aber dann kommt es ja wieder höher als die 13, also als die 15. Ja, ich brauche ja nur ein bisschen. Ich brauche ja, okay. Doch nur. Ich außerdem geht es ja in das andere Rohr rein. Ja. Genau. Okay. So. Ich ziehe das jetzt mal hier so hoch, weil dann kann ich besser. Ihr seht nichts. Ja, Jan, er hat schon angefangen. Oder ich habe schon angefangen. Ihr seht nichts gerade. So.
Genau. So, jetzt ist es schön hier gezogen. Das reicht auch von der Spannkraft her, weil die anderen Seiten werden ja auch noch gezogen. So. So. Und jetzt ziehen wir es hier auch noch. Und auf der anderen Seite auch. So. Jetzt haben wir es schon mal so rumgezogen. Und jetzt ziehen wir es uns in die Richtung hier schön. So, dass wir keine Falten haben. Da fangen wir jetzt hier an den Seiten an. Da. Oh, fuck, ey. Ich erschrecke mich immer, wenn ich diesen Luftzug abkriege. Du würdest eigentlich gerade U-Klammern schießen, ne? Was denn? Mit U-Klammern würdest du es besser halten. Das mache ich. Ich mache doch U-Klammern. Ach so, okay. Hat er gerade eingelegt? Habe ich doch gerade eingelegt. Oh, ich habe was hinterher. Entschuldigung. Wie machst du das nachher wieder ab? Das muss ich ja gar nicht abmachen. Also der Rahmen bleibt dann quasi drin. Genau, ich schneide nachher das Holz einfach auf. Nee, und das reiße ich dann raus. Also das Abziehgewebe ist nachher zum Rausreißen. Ah, okay. Ein Marcel guckt immer nur kritisch zu, statt zu arbeiten. Komisch. Ja, meine Arme sind zu kurz, die reichen nicht bis darüber. So. Also, ich bin mit der Form ziemlich happy. Sieht gar nicht doof aus. Sieht echt nicht doof aus. Also... Das hat was, auf jeden Fall. So, hier werde ich die Kanten jetzt noch so umschlagen an den Seiten. Ne? Wie beim, jetzt seht ihr das wieder nicht. Also wie beim Verlegen einfach, hier habt ihr jetzt so eine mini kleine Kante. So, die lege ich jetzt hier um, mache die auch fest. Zack. Hier hinten genau das gleiche. So. Alter, ich war schon wieder mal lange nicht so produktiv. An einem Dienstag, oder? Auf jeden Fall. Genau. So. Ja, Björn Borg schreibt auch gerade, es sieht sehr professionell aus, was du gerade machst. Ja. Ja. Das mache ich schon nicht zum ersten Mal. Also, das doch. Also, so eine Form baue ich jetzt gerade zum ersten Mal. Du bist also Profi-Harzer, ja? Ich bin Profi-Harzer. Genau. Achso, der Kartoffelsalat hat noch geschrieben, du könntest ja jetzt auch oben eine Schelle rüberschieben, dann hättest du einen Flansch. Was könnte ich jetzt? Von oben über das HT-Rohr ein Stückchen eine Schelle rüberschieben oder so, dann hättest du gleich einen Flansch oben dran. Das krieg ich doch nicht mehr raus jetzt. Ja, stimmt. Nee, aber ist ja auch Quatsch, weil dann wäre es ja zu dick. Das wäre auch zu dick dann. Abgesehen oder? Davon. Ja. Leute, ich bin total aufgeregt. Wir harzen gleich. So. Ich harz ab. Ich harz ab. Nichts hält mich am Boden. Mensch, der Kaffee schon wieder alle. Meiner auch. Arne, kannst du mir mal einen bestellen, bitte? Bist du noch alleine?
Nee. Anna bestellt mir mal einen Kaffee. So. Klammern alle. Ich hätte mehr Klammern bestellen müssen. Ist mir gerade aufgefallen. Jetzt, wo ich so gerne mit dieser Druckluft arbeite. Und es tut ja echt nicht weh, ne? Weil diese Dinger ja wirklich so geil im Holz verschwinden, dass man ja das einfach wegspachteln kann und das sieht kein Mensch, wenn du danach lackierst. Mhm. Ne? Also Rohholz würde ich jetzt nicht nageln, wenn du es nachher so behältst. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Mega. So, Kinder, das ist die Form. Nee, da darf nichts mehr rauskommen jetzt hier. Verkleben wir von innen. Das darf gleich nicht passieren. Deshalb verkleben wir das hier mit dem wunderbaren 100% recycelten Klebeband, was auch noch hervorragend für Epoxidharz arbeiten geht. Wer das Projekt der Epoxidharz-Lampe nicht gesehen hat, kann ich nur sehr empfehlen. Waren auch super lustige Dienstage. Auch sehr erfolgreich. Sehr erfolgreiches Projekt einer Lampe, die in unserem Esszimmer steht und täglich für Licht sorgt, wenn es draußen dunkel ist. So. Akin hat gerade geschrieben. Schönen Gruß an uns beide vom Stutelbastler. Er hat ihm gerade eine Voicemail gesendet. O-Ton war ganz kurz im Stream. Was ist mit Teaser? Der sieht so alt aus. Arschloch. So. Dabei bin ich der Ältere von uns beiden. Das stimmt ja gar nicht. Doch. Ich bin älter als du. Ja. Wirklich? Ja. Ja. Bist du schon 50? Nee, bist du 50? Nein. Doch, klar. Echt? Ja, ich werde dieses Jahr 50. Nein. Doch. Echt? Ja. Jetzt ist ja ein anderes Datum. Okay, dann nicht. Dann hast du recht, Entschuldigung. Alter Sack. Du bist ein riesen Arschloch. Ich sehe doch nicht aus wie 50. Natürlich werde ich keine 50. Er wird 60, verdammt Scheiße. Das ist ja, warum sagst du sowas? Unverschämtheit. Weil ich dich testen wollte, ob du wirklich ein Kumpel bist. Nein, ich kann es deswegen, ich hab's doch vorher anders gesagt, wenn du mich davon, ja, davon das überzeugst. Ist, das stimmt ja gar nicht. Was? Hat der Arschloch gesagt. Deine Frau sitzt zu nah dran, ja, um so zu kommentieren. Ja, ja. Ich muss mal einen Kaffee holen, würde ich sagen. Ne? Ich habe mir schon geschrieben. Dein Arschloch, ja, will einen Kaffee haben. So, also bin ich doch der Ältere. Ich hole mir mal eigenständig einen Kaffee. Eigenständig einen Kaffee holen. So, ich habe hier übrigens eine alte Zeitung. AKK löst Wirbel in CDU aus. Interessiert eh keinen Menschen. Und den nutzen wir dazu, einmal mir nochmal einen Tee einzugießen. Und auf der anderen Seite... Oh, ein Tee. Traumhaft, kann ich eh gleich da hinten nicht mehr trinken. So, was wird geschrieben? Naja, der Chat ist Alter. Du siehst keinen Tag älter aus als 49. Ich sehe keinen Tag älter aus als 45, 49, 47, 38. Ich bin nichts davon. Ich bin ein junger Spund. So, wir nehmen das bidirektionale Gewebe und probieren es aus, tatsächlich mit einer Lage. Ich bin super mutig, aber ich werde wirklich nur eine Lage ausprobieren, damit das Ding echt richtig leicht wird. Ob das nachher reicht, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht werde ich hier so ein paar Stützstreifen einsetzen an den Kanten. Ich kann es noch nicht genau sagen. So, heißt aber... Aber da ist ja kein Gewicht drauf oder so. Also ich meine,
Nee, genau, deshalb hatte ich das jetzt ja, deshalb hatte ich das quasi so geplant, ne? Also, dass das ich und geplant, wie geil, ne? Oder? Wir werden das jetzt nicht mit der Kreissäge zuschneiden, aber das ist ein Ort, an dem ich mal eben ganz kurz was ausrollen kann, wo ich den Platz habe. So, wenn ich denn hier mal eben ein bisschen grob auf jeden Fall sauber gemacht habe, bleibt ja eh die Folie drunter. So, und dann werden wir uns das von dem wunderbaren bidirektionalen Gewebe, indem ich hier ein paar Wickelstreifen habe, ich sehe gerade, werden wir uns ein bisschen was runterschneiden. Und zwar brauche ich so, und zwar brauche ich so roundabout, ich messe das mal eben so grob ab. Ich zeige euch auch, wie ich es abmesse. So. Also ich nehme jetzt hier ein Zentimetermaß und dann wickle ich das Zentimetermaß quasi einmal so grob da rum. Da komme ich auf 47 Zentimeter so und komme auf circa 76 so, 47 so, 76 so. Dann machen wir 47, 47, machen wir 55 roundabout. Ein bisschen Überstand. Genau. Warte mal, 47, 55 und 80. So, 57 und 80 haben wir. Muss es mal eben. Muss euch wieder mitholen. Oh, ich brauche eine automatisierte verfolgende Kamera hier. Gib mir auf den Sack. So. Jetzt habe ich euch vorhin noch großkotzig gesagt, dass ihr das abkleben müsst. Ich habe jetzt leider quasi meinen Zuschnitttisch nicht frei. Deshalb geht es nicht. So, 7. 40, 55 wollte ich haben. 55. Ich schneide jetzt einfach hier einmal entlang. Ne? Ihr braucht eine große, scharfe Schere und dann schneidet ihr hier einmal am Gewebe. Schönes Geräusch. Das Tolle ist dabei, es gibt sogenannte Webefasern. Diese Webefasern sind natürlich gerade und an diesen Webefasern Da kommt der könnt. Kaffee. Da war ich aber schneller, Mensch. Ja. Und an diesen Webefasern könnt ihr entlang schneiden. So, zack. Schnibbidi. Schnibbidi-wups, schnibbidi-daps. Zack, habe ich hier mein Gewebe. Ey, sag bloß, es ist zu kurz. Nee. Ach, puh. Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ja, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ganz blöde Situation. Ganz, ganz blöde Situation. Aber ist es nicht. Ist alles cool. Super. Dann haben wir da die Kante. Die Kante müssen wir nachher einschneiden. So, jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, ihr müsst das Material so gut wie es geht vorbereiten. So, ich nehme noch mal eben hier die Chemie auf den Boden. Die brauchen wir gerade Auf dem nicht. Boden. Auf den Boden. Chemie auf den Boden. So, und dann lege ich mir jetzt auch das Gelege hier schon rüber, so wie ich das ungefähr brauche. Heißt, ich lege mir das hier so ein bisschen so rüber. So. Und Ja, Jörg, versuche. ich setze den Atemschutz gleich auf. Jörg hat gerade geschrieben, er Teaser Atemschutz verwenden. Stimmt, Ich setz ihn gleich auf. atemlos durch Du hast den es heute im Dienst. Singen, ne? Ja, atemlos durch den Dienstag, Kollegen.
So. Mit der Hoffnung, dass es hier schön sich gleich runterstreichen lässt. So. Runterstreicheln. Ja, runterstreichen lässt. Schön runterstreicheln. Ja, schön runterstreichen. So. Es kann sein, dass ich das hier gleich einschneiden muss, damit das gerade wird. Bevor ich kann es runterstreichelst, oder? Ja, bevor ich es runterstreichel. Okay. So. Und ich schneide den ganzen Spaß jetzt hier ungefähr ab. So. Damit wir nicht zu viel Abschnitt haben. Und das können wir noch anderweitig gebrauchen. Hier wird nichts weggeschmissen. So. Das wird eingewickelt. So, und nicht zu arg daran ziehen oder sowas, ne, an dem ganzen Kladderadatsch. Ihr zieht sonst das Gewebe auseinander. Habe ich euch ja ganz am Anfang gezeigt. Das ist blöd. So. Das haben wir vorbereitet. Jetzt werden wir das eben einmal hier den Rahmen zur Seite legen und bereiten quasi unsere Harzfläche vor. Also unseren Harzarbeitsplatz. Alles, was sensibel ist. Das ist ein Widerspruch in sich gerade. Harz und Arbeitsplatz. Ja, Harz und Arbeitsplatz. Vollkommen richtig. So, ihr bereitet das schön vor, indem ihr gerne mehrlagig Zeitungspapier einfach auslegt. In dem Falle breiter denn höher oder so. So, jetzt kann ich auch nichts mehr lesen. Jetzt bin ich wie immer abhängig von den beiden Jungs, dass ihr mir sagt, was so abgeht. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Dafür bin ich da. Und dafür ist der Dienstag auch da. Also wenn ihr Fragen habt. Oh je, erharzt. Genau. Also alles schön auslegen, damit ihr nachher die Sauerei im Griff habt. Weil es klebt nachher alles samt der Zeitung an der Werkbank fest. Ja, das stimmt. Das kann auch passieren. Stichbeutel, oder? Ihr könnt auch Folie drunter legen, natürlich. Ne? Das ist noch besser. Es aber gibt ja so Tools, ne? Stechbeitel, Oberfräse. Ja, alles cool. Geht schon wieder runter. Geht schon wieder runter. Das geht schon wieder. So. Jetzt nehme ich mir auch so ein paar kleine Latten, die ich so als Abfall quasi sehe. Und die lege ich jetzt als Abstandshalter vom Boden quasi für mein Gestell hier hin. So. Da gucke ich mal eben, ob die so sind, dass ich an alle Seiten noch rankomme. Da hinten geht es ein bisschen über, unter und so weiter. Aber das wird gleich schon, hoffentlich. Ich muss hier gucken. Du sollst den Fußboden nicht vergessen abzudecken. Ja, da passiert nichts. Da passiert nichts. Den Fußboden und den Weg aus dem Zimmer raus und so. Und das Tablet weglegen. Habe ich ja schon gemacht. Habe ich doch schon längst gemacht, Kinder. So, einmal, wenn ihr das hier anlegt, einmal die Seiten alle checken, dass das überall deckend nachher drüber läuft. Also ich hätte großzügiger, sage ich mal, die Zugabe machen können an den Seiten. Das war unklug. Egal, zur Not wird sie ein bisschen kürzer. So, und dann gleich könnt ihr, ich fange mit dieser Seite hier an, das nachher aufzuharzen.
Und dann kann man hier nachher noch anfangen zu schneiden und so weiter und so fort. Also wir werden dann nachher ein wenig rumlaminieren. So. Ich trinke jetzt noch was und dann ziehe ich mir die Handschuhe an und dann geht's los, Kinder. So. Ah, ich habe eine Sache ganz vergessen. Und zwar, ich brauche ja, ach, da hätte ich auch Schnur gehabt. Ich brauche ja noch einen. Ich brauche noch was zum Verstreichen. Ich brauche noch einen Harzpinsel. Ein Harz für Kinder. So. Wo sind meine Harzpinsel? Warte. Ja, da. Da sind meine Harzpinsel. Genau. So, meine Harzpinsel. So, das ist jetzt ein 20er Pinsel, mit dem ihr schön auch weit weg vom Material quasi das alles schön einschmieren könnt, die Fläche. So, ich hoffe, dass das gleich alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe noch ein bisschen Dann kam Angst, gerade nur dass. der Vorschlag, vier kleine zerklemmt wegen den Ecken zum Vorspannen. Zum Vorspannen, ja, hier zum Runterspannen, ne? Ja, das ist eine ganz gute Idee. Eine andere Frage, könntest du das nicht. Ach nee, das ist ja. Nee, schon gut, vergiss das. Vergiss das. Was denn? Nee, ich hatte gedacht, das könntest du auch antackern unten, also unten rum um die Kante, weil das Holz machst du ja eh weg. Dann müsstest du es halt einmal abschneiden, sozusagen, das. Ja, aber dann muss ich es halt einmal abschneiden. Ja. Aber das hier, das war jetzt eine sehr gute Idee, Jetzt machen tatsächlich. sich übrigens alle gerade Sorgen um dein Essen und Trinken, ne? Ja. Warum? Na, dass das Dämpfe und alles aufnimmt. Nein. Quatsch, die Lüftung läuft ja. So. Zur anderen Seite ist alles cool. Cool. Ja, das wird. Ich habe die Befürchtung, dass das hier uncool wird. Auch wenn das nachher so ein Das wird bisschen schon. noch ein bisschen einsackt. Aber wir probieren es jetzt einfach aus, Leute. No risk, no fun. Und wie ihr wisst, ist es ja auch extra dafür da, damit es auch ein bisschen spannend wird. Ich weiß gar nicht. Ach komm, wir sind ja gerade mal eine Stunde 40, schon eine Stunde 45 am Start. Ist ja quasi Ist noch nix. alles drin. Ist ja alles noch drin hier. Map, map. Und jetzt quasi haben wir mal eben fertig. Yes. So, Becher, Waage. Für euch mache ich das mal hier vorne. Zack. Schön. Ich weiß gar nicht, ob die noch funktioniert. Yes. Auf diese Batterien ist wirklich immer Verlass. So. Tap to Carco. Map auf Null setzen. Was wir noch machen könnten, das könnt ihr mal eben überlegen. Und zwar könnten wir was total Abgefahrenes machen. Ich habe nämlich. Achtung, Achtung. Ich habe rote Pigmente, ich habe blaue Pigmente und schwarze Pigmente. Und ich könnte die Abzugshaube blau machen. Direkt schon mit dem Harz. Sollen wir das Tja, machen? wenn es scheiße aussieht, Klar. kannst du immer noch lackieren. Komm, das machen wir. Das ist mega. Boah. Leute, damit dürft ihr nichts mehr anfassen. Pigmente, alles hat ab sofort dann diese Farbe.
Das ist ultramarineblau und das werden wir schön. Sehr geil, da freue ich mich drauf. Ah, oh, Das sieht was für eine. irgendwie total violett aus. Ja, das ist so. Ja, mal gucken. Wir werden sehen. So, Harz und Härter. Wir haben 100 Teile Harz, 60 Teile Härter. Und wir starten dementsprechend mit 200 Gramm. Ne, mit 150 Gramm. Ihr müsst sofort mal rechnen. 150 Gramm Harz. Was willst du rechnen? Warte, nee, 100 Gramm Harz machen wir. Ja, ich glaube, ich mache 100 Gramm Harz und wenn ihr nicht direkt mit dem Kopf darüber seid, dann ist es alles im grünen Bereich. So. Zack, zack, zack. 100 Gramm. Ich habe jetzt 100 Gramm Harz. Also muss ich 60 Gramm Härter verwenden. Hier alles schön abmachen. Deckel drauf. Map läuft schön runter. So, wir haben 100 Gramm Harz jetzt gerade hier drin. Zack. Tap to calculate. 60 Gramm Härter. Jetzt dazu. Alter. Geh auf. Alter. Scheiß Sicherung hier. Alter, was ist los? Es kann sein, dass ich hier noch diesen Sicherheitsring drin habe, oder was? Habe ich hier noch einen Sicherheitsring drin? Ja. Ja, Hobbykonstrukteur, das wird ein Vulkan, das stimmt. Heiß wie ein Vulkan. Ah. Hast du heute eigentlich vor der Sendung schon mal dran geschnüffelt an dem Harz, oder? Ja, ich habe mich gut vorbereitet. So, ich habe hier noch den, weil es ein neuer Härter war, habe hier noch den. Den Sicherheitsmöppel drauf gehabt. So. 60 Gramm Härter BSC. Da solltet ihr nicht aufs Tausendstel, aber aufs so ungefähr. Solltet ihr relativ genau sein. Dann macht es auch Spaß, mit dem Harz zu arbeiten. Wenn ihr nämlich nicht genau seid, dann funktionieren Topfzeiten und so weiter und so fort. Funktioniert dann alles nicht. Also, das ist dann für die Katz. So, könnt ihr ausmachen. Die braucht ihr erstmal nicht mehr. Sei denn, wir müssen gleich noch mehr Harz anmischen. Und jetzt machen wir, bevor wir das, nee, wir vermengen das jetzt erst, weil wir haben ja genügend Zeit. 45 Minuten, deshalb kann die Sendung gar nicht mehr allzu lange dauern. So, und jetzt ist richtig krasses Vermengen angesagt. Das wird zu wenig sein. Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal eine Portion machen müssen. So, die könnt ihr jetzt richtig und deshalb auch mit diesen abgerundeten Stäbchen. Ihr müsst richtig runter an den Becher in die Ecken. Weil es muss alles richtig miteinander vermengt sein. Wenn ihr größere Mengen macht, gibt es Anrührhilfen, mit denen ihr das wunderbar anrühren könnt, das Zeug. Aber
da muss man halt dann auch checken, dass das, also ja, lohnt sich dann für Projekte, wo man das dann auch nicht wegschmeißen muss und so weiter. Das wird jetzt so ein bisschen milchig, wie ihr seht. So, und wenn das milchig wird, heißt das, ihr habt genügend Luft eingearbeitet und dementsprechend auch richtig miteinander vermengt. Das ist schon mal toppi. Jetzt nehmen wir uns hier die blauen Pigmente. Und da brauchen wir eigentlich, wie man so schön sagt, nur eine Messerspitze. Und das wird mega blau. Mit Eine zwei Messerspitze. Messerspitzen explodiert es. Kavum. Boom. Boom. Aber stell dir vor, du machst unterschiedliche Blaus jetzt in den verschiedenen Ja. Mischungen. Oder du machst die Aber andere Mischung eine andere Farbe. seht ihr, wie krass blau das wird? Mit ein paar Pigmenten. Also diese Pigmente sind wirklich unfassbar ergiebig. Das sind 25, das sind 20 Gramm Pigmente, die habe ich schon, glaube ich, über 10 Jahre. So, jetzt kommt der Moment, wo ich sehr eng und hart nah daran arbeite. Und das heißt Atemschutz. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen anständigen. Tut mal. So, jetzt haben wir das hier angemischt. Jetzt hört ihr mich ein bisschen blöd, aber ich brauche jetzt diesen Atemschutz, weil die Luft ist jetzt, sage ich mal, kontaminiert ein wenig. Genau, weil ich jetzt natürlich über dem Epoxidharz arbeiten werde, und deshalb, ja, uncool. So. Ich werde jetzt immer hier schön eintauchen und fange jetzt mal hier bei dieser Fläche an und arbeite das schön hoch und hart. Guck mal. Ja. Guck mal, es hätte noch krasser deckend sein können. Und ja, okay. Es bleibt sehr schwabbelig. Aber es geht. Da, wo es dunkel wird, da ist so viel Harz drauf, dass es durchweicht. Und quasi genug getränkt ist. So, ich ziehe das jetzt mal hier so ein bisschen runter auf die Form. Aufpassen, nicht direkt, auch wenn ihr Handschuhe anhabt, nicht direkt, muss nicht direkt angefasst werden. Und jetzt gehe ich bis hier runter zur Kante, ohne meine Klammern dreckig zu machen. Und hier gehe ich jetzt mal schon rum. So, es wird schon da dunkel. Aber ich glaube, wir müssen noch zwei, dreimal Harz anmischen. Das wird nicht reichen. Aber, Leute, das wird ganz schön geil. Wenn wir jetzt noch eine feinere Faser verwendet hätten, dann könnte das auch ziemlich cool sein. Aber das wird. Du könntest ja drei verschiedene Harzfarben mischen und könntest dann so eine Landschaft draufmalen ins Harz. Oh. So mit Grün und Sonnenuntergang. So.
So, jetzt guckt er mir beim Pinsel zu. Gibt's Fragen? Ja, was es wird, das haben wir schon geklärt. Okay. So, schön reichlich dick auftragen. Das ist ein ziemlich dickes Gewebe. Und daher satt auftragen, wie man so schön sagt. Jetzt sind schon mehrere Fragen da gewesen, was du denn für einen Filter in deiner Maske drin hast. Ich habe zwei Filter drin. Ich habe einmal einen Staub und einmal so einen Luftfilter. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Das ist sehr geil bei dieser Maske, weil ich kann mehrere Filter übereinander legen. Das ist super. So, jetzt seht ihr das auch durch das. Ich hoffe, das ist in der Kamera gut zu sehen, dass durch das Glasfaser diese Linien durchkommen. Und das heißt, dass an diesen Stellen genügend Harz eingetragen ist in das Gewebe, weil quasi das Gelege das von unten durchkommt. Und das heißt, dass es schön Kontakt hat. Super. Tipptopp. So. Das hier auch noch. Querz33 schreibt gerade, wenn du keinen AX-Filter drin hast, kannst du die Maske auch absetzen. Kein Watt für einen Filter. AX. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Ich auch nicht. einen extra für diese Arbeiten hier drin auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich wieder falsch. Was ich mir sehr gut vorstellen kann bei mir, was ich alles falsch mache. Sag mal, hast du jetzt eigentlich irgendeine Seite eingeschnitten? Du wolltest doch eine Seite einschneiden, oder? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte ja Ach gucken, so. wie sich das verhält. Ach Und so. noch verhält sich das sehr, sehr cool. Und genau. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier das so zusammenlegen. Und das muss ich auf jeden Fall einschneiden. Das sehe ich. Genau. Aber ich werde jetzt hier diese Klammern lösen, damit ich das richtig schön runterarbeiten kann. Zack. Zack. Und dann werde ich gucken, wie viel ich einschneiden muss. So. Und Acapulco fragt, wie lange sich das angebrochene Epoxy im Kanister hält. Wenn es nicht friert und anständig dunkel gelagert wird, so 1, 2 Jahre ungefähr. Naja, dann hat ja mein Epoxy noch ein halbes Jahr Zeit. Ja. So, jetzt streiche ich das hier schön so runter, dass das sich da schön anschmiegt. Ich habe schon die ersten Tropfen auf dem Boden, aber das ist nicht schlimm. Das nehme ich gleich auf, wenn ich dran denke. So. So, schön tränken, weil das Getränkte, ja, okay, das sollte jetzt nur nicht gegen die Werkbank kommen. So, weil das Getränkte Gewebe lässt sich halt sehr schön jetzt so schwer schön hier so anarbeiten. Ja, und es ist natürlich Arbeit, aber ich erhoffe mir, dass sich das total lohnt. Wir sehen mal. Ich werde jetzt die zu euch.
zugewendete Wandte Seite machen. Ich werde es mal ein bisschen schneller machen und hier einfach mal das Harz aufbringen in einer schnelleren Geschwindigkeit. So, damit wir hier schön direkt komm, Scheißteil drauf. Raus mit dem Ding. So. Lalalala. So, da müsst ihr schauen, dass das auf jeden Fall dann auch verarbeitet wird. So, also da seht ihr schon, das ist die Stelle, wo ich hier nacharbeiten, eher gesagt, einschneiden will. Heißt hier schön runterformen. Du müsstest mal wieder ein bisschen rauszoomen, wenn wir das sehen sollen. Ach so, Entschuldigung. Nicht die Kamera anfassen. Och, ein bisschen Harz. Ja, ein bisschen Harz geht das schon. Komisch, der Zoom ist jetzt eine Festbrennweite. Genau. Ja, kann ich jetzt Harz-TV mitmachen. So. Ich werde das mal eben hier kurz so festsetzen und wir schneiden das mal eben hier ein auf die Kante zu. Schnipp, schnapp. So, schnipp, schnapp. Und dann können wir es nämlich hier umlegen, weil das wird nicht funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Deshalb werden wir das hier schön umlegen, werden da eine Doppelkante haben. Jetzt will auch noch einen umlegen. Genau, was aber ich nachher keiner sieht. So. Das Ganze sogar live. Ja. Genau, live jemanden umgelegt. Also eine Kante quasi. So. Er hat die um die Ecke gebracht. So, das seht ihr jetzt hier leider vom Schneiden natürlich so Fasern, Glasfasern, die so rumwursteln, aber das macht nachher den Charme. Das gibt es nämlich auch quasi so zum Verarbeiten, auch einzelne Glasfasern, die man in solche Sachen mit einarbeiten kann. So. Leute, was macht ihr denn die ganze Zeit? Dir zugucken. Ja. Okay. Wir sind ganz gespannt. Obendrauf brauchst du doch nicht, oder? Doch. Bist du auch in der Mitte? Ja. Doch. Es wird alles hier, gibt es nichts, was nicht eingeharzt wird. Nimm dann nachher einen 10 cm Pfostenbohrer und bohrt es oben aus. Genau. Genau. So. Muss ich hier so ein bisschen das Gelege einmal ein bisschen wegspannen. Das könnt ihr jetzt so mit Stäbchen oder was auch immer halt ein bisschen andingsen hier. So. Zur Not legen wir das jetzt hier unten um die Ecke, um das auch noch zu da so wegzuspannen. Das können wir nachher alles dann fein säuberlich abschneiden, wenn wir wollen. Oh, das sieht sehr, sehr geil aus, weil das nachher natürlich so halbtransparent sein wird. Das wird sehr, 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 sehr geil aussehen, Leute. Sehr, 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 sehr geil. Bin jetzt schon stolz darauf. So.
Jetzt gehen wir hier die ganzen Fasern durch, ey. Jetzt geht's hier mit den Fasern durch. Kein Bock, das alles nachher wegzuschleifen. Das ist nämlich echt ärgerlich. Aber das ist es, ne? Wer es nicht vorher anständig plant, wie ich noch vorhin gesagt habe, ne, der ist selber schuld. So, und guckt, dass sich das halt wirklich überall schön stark benetzt. Ja, schön verteilt. Auch ganz geil, so eine durchsichtige Abzugshaube nachher. So. Der Jörg und der Scotty sind der Meinung, du sollst mal oben am Rand, wo das Rohr nachher durchgeht oder wo das Rohr jetzt ist, nochmal eine Lage drauf machen zur Verstärkung für den Anschluss. Ja, das kann sein. Das kann sein. So, hier muss ich jetzt erstmal einschneiden. Einschneidende Erlebnisse. Denn das müssen wir jetzt hier rumlegen und dann auf der anderen Seite so. So, das legen wir nämlich nach unten und ihr seht deshalb auch, so, das fängt nämlich jetzt hier schon an zu kleben wie die Sau, weil 45 Minuten Topfzeit ist nicht viel, kann ich euch nur sagen. So. Ah, vielleicht müssen wir doch noch eine zweite Lage drüber machen. Mal gucken. So, das kann sehr gut sein. So. Und jetzt gibt's eigentlich, mache ich jetzt was total Sträfliches. Das macht man so normalerweise nicht, aber ich mache das. Du mischst in dem gleichen Becher nochmal was an. Genau, das macht man nicht. Aber da ich in der Zeit ziemlich gut bin, weil sich natürlich jetzt Harz, was schon reagiert hat, mit unreagiertem Harz vermischt. So, und das ist eigentlich absolutes No-Go, macht man nicht. Aber da ich umweltbewusst dieses Projekt hier vollziehen möchte, möchte ich nicht so viel Plastikmüll quasi herstellen. Da passe ich schon immer ein bisschen auf. Und deshalb mache ich das jetzt einfach mit dem schon benutzten Becher. Ganz frech, wie ich bin. Einfach damit nochmal. So, ich habe ja ungefähr die Hälfte, da habe ich jetzt 100 benutzt. Und jetzt mache ich ganz, ganz frech einfach, achso, warte, so, 100, werde ich jetzt 120 Gramm machen. Ach, wer hätte das gedacht, dass er doch ein bisschen länger dauert, der Stream. So, 120. Gramm Harz und Härte. So, und jetzt ist eine Sache wichtig, die ist nämlich kacke. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Und zwar, ihr dürft jetzt nicht an eine der beiden Komponenten mit kontaminiertem Material dran. Heißt, kein kontaminierter Harz oder härter Rührer darf jetzt mit einem der Komponenten zusammenkommen. Sonst habt ihr nämlich direkt die Kacke am Dampfen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Weil ein kleiner Tropfen fabriziert quasi schon oder löst quasi schon den kompletten chemischen Prozess aus. Ist mir schon alles passiert. Und dann habt ihr für
ein Huni oder was auch immer an Epoxidharz auf einmal nach einem Monat hart. So, ich habe 123,4. Könnt ihr davon einmal 60% errechnen, bitte? 123,4. Jungs, wo seid ihr? Hm? 123,4, davon 60%. 74. 74 Gramm. Ja. 74 Gramm. Du wolltest auch mal die Handschuhe wechseln, hast du gesagt, irgendwie. Wurde schon mehrfach erwähnt. Jetzt hat er es eilig. So. Perfekt. Einmal neuer Rührstab. Tippitoppi. Aber sieht schon gut aus, muss ich sagen. Hä? Ja, ne? Sieht schon gut aus, ja. Ja, das wird. Das wird, das wird, das wird. So, jetzt habe ich nämlich auch mehrfach Epoxidharz angefasst. Ihr seht, meine Hände werden, oder die Handschuhe werden schmierig. Und ich rühre das jetzt hier noch an und dann ziehe ich mir neue Handschuhe an. Und die Pigment wolltest du, musst du noch reinmachen, oder? Ja, genau. Pigmente muss ich auch noch reinmachen. Pigmente. Aber vorher natürlich richtig anrühren. Genau. Schöne Machimi, Mumami, Machima. So. Der Andi von Neue Werkstatt, der ist ja auch mit Harz immer viel dabei. Der wird, glaube ich, von irgendeinem... Yeah. Der Andi ist Neue Werkstatt. Nee, nicht Andi ist Neue Werkstatt. Andi ist... wie heißt er denn? Andis Werkstatt. Andis Werkstatt einfach nur, genau. Der ja. Macht auch viel mit Harz und Epoxy. Ist gerade auf irgendeiner Messe für irgendeinen Hersteller, glaube ich, ne? So. Auch hier richtig mit den Pigmenten alles anständig vermischen, weil ihr seht, ich habe hier so ein paar mini kleine Pigmentbrocken. Oh, ich habe, guck mal, ein bisschen zu viel reingetan. Zack, ist es noch blauer. Aber geil, haben wir zwei Ebenen mit unterschiedlichem Blau. So. Sehr geil. Kartoffelsalat schreibt gerade, let's Andis neue Werkstatt, boom bang. Ja, genau, nachdem ich Andi letztens im Stream laufen hatte hier, ne? So. Ja. Verkehrt rum ausziehen und weg damit. Zack. Jörg fragt gerade, warum du nicht die schwarzen Handschuhe nimmst, die sind resistent gegen Epoxy. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt keine Handschuhe, die außer mega fette, die komplett resistent sind. Das stimmt. Also ich kenne keine, das stimmt nicht. Die haben alle, wenn man den Hersteller fragt, alle haben die eine, wenn man Epoxidharz richtig an den Händen hat, haben die alle eine Standzeit von ungefähr einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Also es gast immer aus, immer. Immer, 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 immer. So, jetzt werden wir das mal hier auftragen. Ah, ist schon dunkler, sehr cool. So. Ah, warte, hier kann ich es auch einschneiden. Auch umlegen und einschneiden. So, und hier hinten ärgere ich mich jetzt gerade, weil ich da jetzt nicht mehr so richtig geil dran komme. Aber das schneiden wir gleich ein, wenn wir da hinten sind. So.
werde jetzt erst hier die Seite machen. Auch wenn das vielleicht nicht so ganz intelligent ist, aber... So. Oh, das ist schon viel, viel blauer. Auch geil. Ah, es wird sehr, sehr schön. Es war eine sehr gute Idee übrigens mit dem ja, Draht. Wäre es vielleicht noch ein bisschen cooler geworden vielleicht. Aber das war eine sehr, sehr gute Idee über die Kanten. So, jetzt kommen wir hier nochmal zu dieser Fläche. Die werden wir jetzt hier umlegen und hier schön einharzen. Das Logo muss mit rein. Stimmt. Das können wir auch gleich machen. Wenn ich noch einen Aufkleber finde von mir. So. Boah, schwer atmende Töne hier. Ich höre mich selber schwer atmen. Darth Vader. Darth Vader. Ja, aber Safety first in dem Falle, wirklich, also damit ist nicht zu spaßen, kann ich immer nur wieder sagen. Ich arbeite jetzt schon so lange mit Epoxidharz. Und da habe ich echt schon alles Mögliche an Erfahrungen erleben dürfen. So im Bau-Boom-Bang-Style. Ach komm, machen wir noch mal eben schnell. Was denn? Was denn? Hier hat sich gerade jemand beschwert. Worüber? Dass wir Smart Home Lichtsteuerung haben. Oh. Ich habe aus Versehen an einer falschen Stelle. Ich habe gerade an einer falschen Stelle das Licht ausgemacht. Echt? Das ist ja komisch. Das kenne ich ja komischerweise gar nicht. Ja, aber du machst es ja noch viel professioneller. Du bist ja in einer anderen Stadt und machst es zu Hause. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt auch was sehr professionell gemacht. Alter Schwede, da habe ich mir einen Segen vom Klosterkamp eingefangen. Ich hab, was hast du denn? Ja, meine Frau hat einen ihrer Autoschlüssel verloren von zweien. Und deshalb war ich natürlich. Ne? Aber dann am Wochenende war ich mit den Kindern bouldern. Und genau, und da haben wir ihr Auto verwendet, weil sie ein schönes, umweltfreundliches Auto hat. Und genau, ja, und dann war ich am Montag mal einmal kurz schnell in Hamburg und habe ihr Autoschlüssel mitgenommen. Oh. Nicht gut. Das Geile ist, dann habe ich noch zu ihr am Telefon gesagt, aber nimm doch meinen, schnell. Ja, aber dann fiel mir ein, ja, scheiße, mit dem bin ich ja quasi zum Flughafen gefahren. Dann nimm also, den vom Nachbarn. Hat auch, genau. Hat auch nicht gezündet, die Idee. Naja, oh, ich habe gerade einen Akku angeharzt. Scheiße, einen neuen.
Ja, dann schicken die noch einen zu. Ja, genau. Glaube ich auch. Die sind sehr gut drauf. So. Scheiße, ich habe mir hier so eine Delle reingemacht. Warum habe ich jetzt hier so eine Delle? Ich will da keine Delle. Verdammt. Es liegt daran, dass jetzt hier diese Dinger rauskommen. Das ist doof. So. So. Hier mal eben hochschieben. So, damit das da auch eingequetscht wird. So. Ja, ich muss das irgendwie spannen. Geht nicht. Na, zur Not muss ich es halt absägen. Das wird nämlich sich verbinden, definitiv. Das ist uncool. So, das ist sehr uncool, was ich jetzt mache gerade. Mega uncool quasi. Aber ich will diese Bäuche da nicht haben. Ja. Scheiße. Na egal. Wird schon. Wird schon. Ach, scheiße. Nee, das ist John. Kacke. Ganz, ganz kacke. Ach, scheiße. Hier zieht die Faser mit raus. Ah, fuck. Und hier hat es auch die Faser rausgezogen. Ja, seht ihr, zack, habe ich überall schön Epoxidharz. Egal. So, wird eine Riesenschweinerei, habe ich ja auch einen Titel reingeschrieben. Großes Epoxidspaß-Theater. So, gleich sind die 90 Minuten voll für alle die, die zum ersten Mal da sind. Können mit dem Gag noch nicht so viel anfangen. Aber das werdet ihr über eine treue Zeit bei Bau Boom Bang noch lernen. Hier dauert alles 90 Minuten und wird vom Fachmann hergestellt. So. Super. So. Und da werden wir auch mal eben alles hier einmal umlegen. So. Zur Not lege ich da sofort nochmal eine Versteifung drüber. Oh Gott, der arme Pero, ey, der wird sich ja zu Tode. Der schläft schon. Der schläft schon. Ist der schon schlafen gegangen? Bestimmt. Der ist schon so stumm hier die ganze Zeit. Der ist bestimmt eingeschlafen. Er wird auch nicht jünger. Nee. Ja, das ist leider echt ärgerlich, weil ich natürlich jetzt so, wie ich es geplant habe, irgendwie da hinten gar nicht mehr rankomme. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja, besonders wenn man dann auch noch ein Lieblings-T-Shirt anhat. Aber ist ja kein Lieblings-T-Shirt, ist ja kein Bau-Bang-T-Shirt. So. So, jetzt nicht noch mit den Ärmeln da rein. Und die Verstärkung oben nicht vergessen. Ja, die ist nicht so wichtig. Die ist nicht so wichtig, Kinder. Ah.
Echt nicht schlecht. Hier mache ich auch noch ein bisschen drüber. Einmal so ein bisschen so kleine Farbkleckse. Dass es schön dunkel ist. Aber wie ihr seht, es hat eine super Viskosität. Das heißt, es fließt, lässt sich sehr, sehr gut verarbeiten. Aber ist auch nicht zu dünnflüssig. Was auch echt wirklich wichtig ist. Es darf nicht zu dünnflüssig sein, weil sonst werdet ihr auch total verrückt. So. Ja, Carsten W. hat recht, der schreibt gerade. Jetzt weiß er auch, warum du kein BBB-T-Shirt anhast. Wäre ja schade, wenn er das abbekommen würde. Ja, genau, richtig. Vollkommen richtig. Jetzt schön alles runtergeflanscht. Ja, also jetzt muss ich euch mal eben leider den Rücken zukehren. Seid ihr ja von mir gewohnt. Es wird sowieso hinten werden hier, aber auch hinten muss schön sein. Top. Oh Leute. Arne hat schon den Pero gleich gemacht. Ich bin da. Ich halte die Stellung. Ich höre zu, was du so erzählst. Alles okay. Ich bin immer da. Ich gucke mich dein grünes T-Shirt an. Sehr gut. Ja, wie der Bot hier gerade schon eingeblendet hat, das Kommentieren nicht vergessen. Ja, genau. Und wir haben erst 135 Likes, das ist ein bisschen wenig. Ja. Was ist da los? Was geht los da rein? So, hier ist jetzt... fuck. Holzsplitter. Kommen die denn her? Hä? Wo kommen die denn her? Ja, aus der Luft. Aus der Luft. Aus der Luft. Ja, scheiße, die Kanten sind nicht geil geworden. Ah, die sind gar nicht geil geworden. Arne. Sünde? Ja, so leicht. So. Jetzt werde ich mir mal eben kurz so ein paar Reste nehmen, hier mal eben. Irgendwo her. Irgendwas. Reststückchen hier. Habe ich doch. Jede Menge. Reststücke. Und nee, das ist direktionales Gewebe. Das ist noch viel fetter. Ich brauche Bidi. Bidi-Material. Dünnes Bidi-Material. So. Arne, sing mal was. Warum? Was steht im Chat? Nein, ich sing nichts. So, ich nehme jetzt hier, ich mache mir jetzt hier so Bidi-Streifen. Mm. Genau. Und die davon 4 Stück. Und die werden wir schön hier zur Hälfte durch. Und den Sticker nicht vergessen. Sticker? Welchen Sticker? Na, dein Logo da einzuarbeiten. Oh, stimmt. Stimmt ja. Scheiße. Wo habe ich denn noch einen? So, egal. Auf jeden Fall. Machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen, streichen wir das hier an und streichen das hier rein. Nee, das sieht scheiße aus. Lass ich.
Nee, das ist Kacke. Das lassen wir. Das lassen wir mal schön. Das sieht mega blöd aus. So. So, jetzt überlege ich, das hier oben wirklich einmal zu verstärken, aber das wird auch scheiße aussehen. Nee, das. Aber von oben wirst du es doch nicht sehen, oder? Doch, das sieht man von ja? oben. Ja, ja. Nein, ich meine, du wirst ja die Haube von oben nicht sehen, oder? Doch! Ich weiß, dass es da ist. Ach so, okay. Das reicht. Nee, ich weiß, dass es da ist und das mag ich gar nicht. Sowas, also nee, das geht gar nicht. Mm-mm. So. Einmal ein Handschuh weg, damit ich eine Hand frei habe zum Sticker suchen. Da ist einer. Tipptopp. Schön den Sticker einarbeiten. Ding. Sticker. Schön den Sticker einarbeiten. So, sehr cool. Noch ein Handschuh, nicht vergessen. Habe ich auch schon mal. Und danach bist du am Rennen, nämlich die Hände zu waschen. So, immer besser beide Handschuhe zu tauschen. Weil mit einer Hand Handschuhe anziehen, immer blöd, aber geht. So. Zack. So. Perfekt. Ein bisschen eingeschmiert, aber egal. So. Epoxy drüber. Oh, jetzt wird er ganz blau. Haha, komisch. Aber den kriegt keiner mehr raus. Sieht gut aus. Sven Mehlhorn, die Grünstreifen kommen noch weg, die werden nachher unten abgerissen. Genau, die grünen Streifen kommen nachher noch weg. Die sieht kein Mensch mehr. Ja, kann man so machen, oder? Sind gerade machen noch. Top. So, jetzt werden wir hier noch partiell ein paar Farbkleckse reinbringen. Ein bisschen dunkler sind. Weil ich ja beim zweiten Mal ein bisschen mehr Farbpigmente genommen habe. So, Kinder. Und dann kommt das große Erwachen. Nächste Woche am Dienstag wieder pünktlich einschalten. Denn dann werden wir schauen, ob wir weiter epoxieren müssen. Oder ob wir fertig sind. Da könnt ihr schon mal Wetten ablegen. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir noch eine Schicht drüber machen müssen. Wie seht ihr das, Jungs? Ich denke mal, zum Stabilisieren musst du noch was machen. Ob eine ganze Schicht oder ob du wirklich, wie du vorhin gesagt hast, Streifen noch. Aber Streifen sehen wahrscheinlich doof aus. Streifen will ich ja nicht. Aber ich bin mal gespannt, weil es ist schon, das ist ein 150 Gramm Gewebe und das heißt, es hat schon eine gewisse Eigensteifigkeit und wenn das hart ist. Und ja, ich denke mal, du kannst oben der Ansatz, ne? Was denn? Der Ansatz oben wird interessant, wie du das machst nachher denn. Das da. Wo es vorankommt, ja. Ja, das stimmt schon. Das wird interessant. Aber zur Not werde ich da irgendwas konstruieren, irgendwas. Ich kann da ja auch Bohrungen machen. Ja, du könntest das auch dieses Rohr durchstecken und dann könntest du von innen Harz reinkippen, damit das Rohr sich mit dem Dings verbindet. Das war's nochmal, wie? Wenn du es oben freischneidest, schiebst du ja das Rohr durch. Und dann anharzen. Dann drehst du es um und harzt es von innen an. Ja, das geht auch.
So, schön hier. Stabilisiere das alles hier oben einfach schön mit Harz. Da kommt einfach schön viel Harz dran. Das wird auch schön dick. So. Hat denn schon mal jemand von euch an den Zuschauern auch schon mal sowas gemacht? Ausprobiert? Was? Oder ja, sowas hier. Selbst eine Form gebaut oder überhaupt mit Gewebe und. Ja, genau, mit so Gewebe einfach. Ja. Ja, mit Gewebe habe ich auch schon gespielt, mit GFK am Motorrad. Am Genau. Motorrad? Kaputte Motorradverkleidung reparieren. Richtig. Nachdem man das Ding mal auf die Straße gelegt hat. Genau, GFK reparieren. Und wie habt ihr das dann gemacht? Auch mit einfach so Luft getrocknet oder tief Ja, gezogen oder? nee, Luft getrocknet. Ja, du schneidest von hinten halt einen V rein, von der Rückseite, Ja, genau. lässt es auffüllen und dann machst du mal Matten drüber von innen. Genau. Und dann hoffst du, dass es von der anderen Seite gut ausschaut. Ich habe sogar von bei beiden Seiten, also eigentlich wie beim Schweißen sozusagen, also eine Phase ran von beiden Seiten. Von vorne halt ein bisschen aufgefüllt, von hinten noch Matte hinterklebt und dann vorne schön verschliffen. Ich sehe hier Ausgleich. Frontspoiler flicken. Genau. Bassboxen bauen. Ja, hatte ich auch schon mal gemacht. Bassboxen aus Glasfaser. Ja. Ja, dann ziehst du ein Ringstückchen hoch mit Glasfaser, dass du die Form, dass er dann ein bisschen raussteht. Ah, okay. Ganz viele Epoxidharzprofis hier am Start. Zack. So, jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Harz quasi, damit wir den letzten Tropfen auch wirklich verwenden können. Und was ihr natürlich nehmen könnt, ist immer noch den letzten Rest lasse ich immer im Becher mit dem Pinsel. Und da mache ich am nächsten Morgen quasi meine Härteprobe, ob alles, Festigkeitstest. genau, Festigkeitstest, ob auch alles wirklich genau so ausgehärtet ist und funktioniert hat. Und wenn das Harz da vom Bruchtest her super ist, dann weiß ich, habe ich alles richtig gemacht. Tipptopp. So, Leute, ich bin ganz happy. Ich bin ganz happy. Super. So, den letzten. Doppel-B, heavy. Happy, genau. Ah, super, perfekt. Schön noch da einmal. Ah, super. Mal einmal schöne Wurst draufgelegt, super. So. So. Tipptopp. Abziehen. Abziehen, ausziehen. Fertig. Nur ein bisschen gekleckert. Ach, traumhaft. Oh, Leute. So, ich nehme mir mein Getränk, mache mein iPad aus und komme zu euch. So. Genau, vor 0 Uhr oder was? Juhu! Alter! Unglaublich! Bam! Ja. So, da meine Zu- und meine Abluft dort vorne läuft, kann ich sagen, bin ich ziemlich happy. Ja. Mal kurz, ups, mein Essen, mein Druckluftnagler kommt mal zur Seite. Und ihr seht, ich habe jetzt quasi die Hände nur voll mit Nitral-Dingsbums, ihr wisst schon. Ist jetzt natürlich auch nicht richtig cool, aber passiert schon. So,
Was, der Kartoffelsalat hat heute Nacht Albträume wegen dem Marcel-Teaser? Das ist ja gemein. Ich finde das, find das grandios, wie mega konsequent du das aufbehältst. Der Arne, klar, scheint mir zu gefallen. Ja schon, Arne hat sich ja schon entpuppt als falscher Marcel. Mit was wurde eigentlich die Pizza beschichtet, Herr Pat? Das ist eine Margarita und die wurde mit Schaf beschichtet. Mhm. Ja, Leute, wir können jetzt dem ganzen Ding beim Trocknen zugucken. Mhm. Auch sehr spannend, aber auf jeden Fall, genau. Genau, Carsten W. schaut soweit ganz gut aus. Nächsten Dienstag mal gucken, wie es dann wirklich geworden ist. Vollkommen richtig. Und schien problemfreier als gedacht. Ja, die Ecken, also man sieht halt hier an den Ecken, ne, das ist halt, ja, mal gucken. Also ich glaube, dass es ganz geil aussieht, dass es halt so halb durchsichtig ist. Ich hoffe, dass es bei einer Lage bleibt, was die Stabilität angeht, aber ich bin guter Dinge. Genau, könnte man auch einen Lampenschirm rausmachen, zum Beispiel. Aber da würde ich ein feineres Gewebe nehmen, da würde ich direkt so ein Finish-Gewebe nehmen. Die neue Wohnzimmerlampe, ne? Hm? Die neue Wohnzimmerlampe. So ein Dienstag ist doch immer Mist. Die Nacht ist dann immer viel zu kurz. Ja, genau, Paula L. Das stimmt. Die Nacht ist viel zu kurz. Hm. Danke, Bullard Schmiede. Lässt sich dein Inlaut. Was? Lässt sich dein Inlaut später leicht herausbauen? Dein Inlay. Ach so, mein Inlay, ja, das lässt sich hoffentlich ganz leicht rausnehmen. Wenn ich das mit Folie gemacht hätte, wäre es noch leichter gewesen. Das Abreißgewebe, das wird ein bisschen frickelig und ich hoffe, dass da nichts kaputt geht, aber das wird schon. Sag mal, raustackern. Ja, einfach raustackern. Das hält bestimmt mit der einen Lage, schreibt der Kartoffelsalat. Ja, ich hoffe auch. Also ich bin guter Dinge. Ich bin da sehr guter Dinge, dass das funktioniert. Oh, Wolfgang schlägt. Marcel, ich habe Polsterer gelernt und bei der Bespannung hätte ich einiges anders gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hättest halt einfach wahrscheinlich schon in den Knicken oben die langen Flächen faltenfreier gelegt und so weiter und die dann mehr überlappt wahrscheinlich. Aber das Ding ist halt, je nachdem, kommt ja auch auf den Stoff drauf an, wie man das dann bezieht, ne? Bin ich komplett bei dir. Deshalb auch hier durch die Menge an Epoxidharz verformt sich das so ein bisschen. Ne? Also man kann schon sehr skurrile Formen damit anbringen. Ihr seht ja da oben an der Spitze gibt es nicht eine Falte oder irgendwas. Das Komplizierte ist halt auf den Längsseiten, wo einfach mehr Material. Auf den Längsseiten ist halt einfach mehr Material und das muss irgendwo hin. Und weil das mit 150 Gramm oder 220 Gramm sogar, ich kann es euch gerade gar nicht sagen, ich meine sogar 220 Gramm, ist es schon sehr fester, sehr, sehr festes Material. Also, ja. Und bei einem dünnen Finish-Gewebe zum Beispiel hätte ich wirklich diese Einschnitte gemacht und hätte es überlappt. Und mit dem Überlappen bei dem Finish-Gewebe siehst du nichts. Also das Finish-Gewebe kannst du doppelt und dreifach legen an manchen Stellen und an manchen einfach.
Und du siehst keinen Unterschied nachher. Deshalb ist es ein Finish-Gewebe. Das Finish-Gewebe ist nur einfach viel zu schwach. Das ganz alleine ist einfach viel zu wabbelig. R-Multitool, einfach klasse, der Beanstalk. Dankeschön. Beanstalk schreibt man mit IE. Wichtig. Björn Borg, schön das Bild im Hintergrund zu sehen. Ja, das ist bei mir, so wie beim Arne, immer überall. Also, das haben wir immer am Start. Bei mir hängt oder Ganz, Fräse. ja, genau. Das Bild gehört mit zur Werkstatt. Das ist einfach so. Genau. Der echte Hausmeister, kann man da nächste Woche noch was draufsetzen? Ja, kann man. Man muss dann nur quasi, man kann es nicht mehr genau so machen, sondern doch kann man schon. Man muss eigentlich ein Ticken flüssigeres Harz nehmen und man muss alles einmal kurz anrauen. So, also einmal kurz alles ein bisschen mit Schmirgelpapier ein bisschen anschmirgeln. Warum bin ich denn hier so weiß? Also ja, haben wir geschmürgelt. Nee. Genau. Jörg Brieskorn, kannst du nicht die Materialien in die Videobeschreibung packen? Ja, kann ich machen. Kann ich morgen, Nachmittag oder sowas, kann ich das machen. Wolfgang Schick, du hast zu 91% der Klammern hochkant gesetzt. Ist falsch, setzt alle Klammern waagerecht. Ja, aber ich hab ja 3 mm Klammern. Das sind keine breiten Klammern, also keine breiten Kopfklammern, sondern die sind oder 4 mm. 4 mm sind die. So, 4 mm breit. Es ist relativ egal, ob ich die hoch oder also hochkant oder waagerecht setze. Also senkrecht oder waagerecht setze. Glaube ich zumindest. Das ist jetzt kein Gesellenstück. Es soll nur seinen Zweck erfüllen. Richtig, genau. Ja, aber trotzdem vollkommen richtig. Danke, Wolfgang, und danke, Carsten. Aber über jeden Tipp bin ich ja total happy. Das ist ja super. Kriegst schon wieder einen Kaffee? Nein. Was? Ist jetzt schon Bierzeit? Kriegt Alkohol. Jetzt ist er ruhig. Aber so eine einfache Lage bricht dir Nur ein leicht. kühles Getränk kriege ich. Ein Achso. kühles Getränk kriegst Ein du? kühles, also kein Bier, nur ein anderes kühles Getränk. Was denn? Ich glaube, eine Cola. Ah, eine Cola. Draufgänger, du. Ja. Junge, Junge, Junge. Schießt er sich mir total ab hier. Du bist aber wirklich ein ganz schön, ne? Echt, ey. Manometer. Du Draufgänger. So, ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Wie verhält es sich heute mit Carbon? Ähnlich wie Glasfaser schneiden? Schwerer, anderes Epoxy. Tatsächlich, ich hab bisher Carbon mit dem gleichen Epoxy verwendet. Und Alter, wir haben am Anfang hier 360 Zuschauer gehabt. Alter, Neuer Rekord. nicht schlecht. Ja, ich kann euch ja sagen, warum. Es waren ja drei Marcel da. Ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Deswegen, Sterling. Also, Carbon, nee, es verhält sich nicht anders. Man kann nur mit Carbon, ist das Ding, dass Carbon, richtig getempert werden muss. Also, es gibt auch Carbon, welches aushärtet, was nicht getempert werden muss, das heißt, beim Trocknen erhitzt werden. So.
also bei Carbon nennt man das Backen. So, und da kenne ich mich mit Carbon tatsächlich zu wenig aus. Ich kenne nur Carbon, was man backen muss. Ich habe einen Backofen. Ich wollte euch immer schon mal zeigen, wie ich den gebaut habe und eigentlich mit euch einbauen. Wenn ihr wirklich Bock darauf habt, bauen wir wirklich mal ein. Weil ich habe jetzt gerade genau die Materialien durch den Hausbau, habe ich die Materialien eigentlich wieder. Und genau. Was Du willst kostet mit uns mal so? einen bauen, ja? Ja, nicht so einen, aber einen Temperofen. Ach so. Hä? Mopemaster? Das verstehe ich nicht. Okay, das ist bestimmt auf irgendjemand anderen gefragt. Also das ist ja, es lässt sich auch ähnlich verarbeiten wie Glasfaser. Carbon ist halt ein bisschen, es kommt auch darauf an, wie stark ist Carbon, also auch hier Gramm pro Quadratmeter und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das Carbon ist oft wird das für einen Formbau verwendet, wenn es eingestrichen wird. Also normalerweise hätte ich jetzt eine Negativform eigentlich bauen müssen davon und dann hätte ich das einstreichen können. Also so wie Windräder laminiert werden und so weiter mit Glasfaser. Und dann ist es halt schon wirklich sehr, sehr geil. Also top, wirklich richtig geil. Und dann kann man das halt auch tief ziehen. Carbon kann man mit Glasfaser auch, mit Carbon aber noch geiler. Und wenn man das dann backt, es hat einfach eine andere Endhärte, Carbon, als Glasfaser. Carbon wird härter. Und auch stabiler, natürlicherweise. Kann man auch vieles Und man sollte es mitmachen. auf gar keinen Fall in die Mikrowelle packen. Carbon? Ja. Natürlich nicht. Das britzelt nämlich. Richtig. Nee, das war wegen dem Epoxy. Muss Carbon nicht gebacken werden? Ja, R-Multitool, genau. Wolfgang Schlick halt schon zweimal gefragt, was kostet so ein Meter Glasfasergewebe? Das kann man so nicht sagen. Wie gesagt, weil das hat was damit zu tun. Erstens, wie viel, also wie dick ist euer Glasfaser? Ne? Also, wie gesagt, wie viel Gramm pro Quadratmeter. Ne? Deshalb habe ich ja vorhin davon geredet, ob das jetzt, also das hier sind 220 Gramm pro Quadrat. Ich weiß gar nicht, ob pro Quadratzentimeter oder pro Quadratmeter. Ja, bau erstmal ein und dann endlich die Temperbox. Ja. Backofen wäre sehr interessant. Ja, Backofen nicht, also Temperbox. Carbon ist out. USB ist jetzt hip. Ja, genau. Wenn es fertig ist, dann in die Haube LED einarbeiten, sieht dann richtig cool aus. Ja, das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Machen wir vielleicht noch. Eine ganz coole Idee. Habe ich direkt auch schönes Licht von oben. Also, wie gesagt, wie viel das jetzt gerade kostet, das kann ich euch tatsächlich jetzt aktuell gerade nicht sagen. Genau, und Oskars Hobbys, Bunker bei HP Textils bekommt man alles inklusive Beratung top. Habe ich, also Oskar, kanntest du die schon vorher oder über meine Tipps? Keine Ahnung, ich habe es ja schon 100 Mal angepriesen. HP Textil, Top-Firma, ruft die an, die beraten euch, erklärt denen, was ihr für ein Projekt vorhabt und die sagen euch genau, welches Gelege, also welches Glasfaser, Kohlefaser, welche Stärken, welches Epoxidharz, was ihr noch dazu braucht. Top, top, top. Super, sehr cool. Gramm pro Quadratmeter sind das. Okay, danke, Mäusegaukler. Wie gesagt, also ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, weil ich immer mehrere, also ich kaufe Großrollen, wie ihr seht. Und das letzte Mal habe ich gekauft vor einem Dreivierteljahr. Ich habe den Preis gerade nicht im Kopf, leider. Es handelt sich aber irgendwie was um 2, 3 Euro den Quadratmeter. Irgendwie sowas. Glasfaser über Pizza. Ach so. Ja, aber waren keine, da kam jetzt nichts raus. Alles gut.
Okay. So. Habt ihr noch Fragen? Genau. Nochmal der Bot. Hier gilt der gute Ton im Chat. Jetzt ist es 0 Uhr. Heinz Beiers, was machst du denn all mit den ganzen Rollenkulissen fürs Phantasialand? Wo wollen wir. Sollen wir Ideen für den Rohranschluss posten? Gerne an live-show@bauboombang.de. Live-show@bauboombang.de. Das ist. Guck mal, das habe ich gar nicht mehr eingebaut. Ne? Das muss ich mal eben gucken. Main Scene. Ich habe das gar nicht mehr eingebaut. Lustigerweise die Bauchbinde. Lustig, muss ich mal wieder machen. Genau, live-show@bauboombang.de. Heinz Beiers, was mache ich mit den ganzen Rollen? Wie gesagt, ich baue, wie ihr seht, da hinten in der Ecke steht so ein Mini-Skateboard und da oben auch. Ich baue diese Mini-Skateboards und die sind sehr, ja, klein, leicht, schmal. Die werden mit Glasfaser bearbeitet und genau, und so allen möglichen anderen Unfug, wo ich Bock drauf habe, auch Formbau und so weiter, Modellbau, ab und zu was für andere Leute, die sonst nicht damit arbeiten können, für die baue ich auch manchmal so ein paar Sachen. Genau. Bitte nächstes Mal die Punkteabfrage erst am Schluss einschalten. Ja, sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm. War das währenddessen eine Plage? Naja, Schlimm es war es ja ging. gar nicht. Es ging. Genau, Geisterstunde und Teaser spukt mit seiner Marcel-Maske rum. Live-show@bauboombang.de. Genau, richtig. No. Okay. Also, ihr Lieben, oh, der Bot hat's gekickt, weil bitte keine Links im Chat, danke. Da kann der liebe Jörg Breezecorn aber nichts dafür. Kartoffelsalat, ja, genau. Okay, Michaels Hobby-Ecke hat bald eine Überraschung für mich. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich liebe Überraschungen. Wenn demnächst das SEK bei dir reinstürmt, hat dieser mit der Maske eine Bank überfallen. Ja, genau. Das kann sein. Arne Mathisen, danke dir. Tippitoppi. Wo bekommt man meine Boards? Die bekommt man auf kölong.de für Köln Mit Longboard. Könnt ihr mit OE, OE. aber könnt ihr aber auch mit Ö schreiben, kommt ihr auf der gleichen Achso. Seite raus. Genau. Und wenn du eins haben willst, gerne mich anschreiben, einfach auf dieser E-Mail. Ich habe immer wieder auch einen guten Preis für nette Abonnenten. Genau. Der Matthias will auch noch eins zum Füßebrechen haben. Genau. So. Also Kinder, da machen wir mal Schluss, oder? Das war doch ein Wunder. Du ist das, wie du ist das. Du ist das, du bist das, wenn, oder? Alp Kuhnwies Stream Donnerstag 21:30 Uhr bei YouTube. Wer ist das? Alp Kniewes. Alp Kniewes? Kenne ich.
Habe ich das auf dem Schirm? Nee, habe ich nicht auf dem Schirm. So, Heiko W., Schluss, wollte gerade Hallo sagen. Oh, Heiko, alter Schwede, 0.04 Uhr, du bist mir einer. Hier, nur für dich, guck mal, das haben wir heute gemacht, Epoxidharz, der Tisch sieht aus wie Sau, ich habe alles an den Knien, an der Backen, überall, nur für dich. Nein. Er meinte die kontaminierte Pizza. Nee, da ist nichts kontaminiert, alles gut. Apropos Füße brechen, wie geht's dir eigentlich mit deinem Bein? Ah, sagen wir mal so, so lala. Also eigentlich ganz cool, auf dem Gerüst rumspringen ist super, am Schreibtisch sitzen ist Horror. Also auch total bescheuert. Es fehlt noch die Katastrophe. Ey, Alter, guck mal hier, siehst du da die ganzen Kleckse auf dem Tisch? Das muss heute mal reichen. Die Katastrophe. Manchmal können ja auch mal Sachen ohne Katastrophe ablaufen, oder? Reicht ja, dass ich die Sturmhaken falsch angebracht habe. So. Ich arbeite mit Carbon und Polyesterharz, ohne Tempern wird steinhart. Ja, genau. Also wie gesagt, Oskar, es gibt auch ohne Tempern. Ich habe halt Bruchtests bei meinen Skateboards zum Beispiel gemacht. Und meine Skateboards werden selbst mit Glasfaser getempert, weil das Epoxidharz, das könnt ihr auch bei HP Textil sehr geil auf den jeweiligen Produkten sehen, gibt es eine Wärmekurve. Und wenn man mit dieser Wärmekurve, weil das Epoxidharz wird warm beim Reagieren, deshalb dürft ihr auch, ganz wichtig nochmal, hier kommt der erhobene Zeigefinger, keine großen Gebinde übrig lassen. Also verarbeitet alles, was ihr angemixt habt, verarbeitet das. Wenn ihr ein großes Gebinde Epoxidharz stehen lasst, das Zeug wird brüllend heiß, brüllend heiß. Das kann sich entflammen und das wird dann sehr unlustig. Nur apropos Leinöl-Entflammung, mit Epoxidharz geht es wirklich. Also ne, schön aufpassen, kleine Mengen, wunderbar, kein Problem, aber größere Mengen, so ab einem halben Kilo angemixt, lasst es sein, auf gar keinen Fall. Genau. Und dieses Tempern, das heißt, wenn ihr mit der Temperaturkurve mitgeht, wird einfach erreicht ihr eine andere Aushärtung. Das ist Fakt, definitiv. Es ist schon hart, aber wenn ihr Dinge baut, die extrem zu belasten sind, dann tempert es lieber. Ist nur mein Tipp. Es gibt bestimmt auch alle anderen Erfahrungen. Das ist einfach nur meine Erfahrung. Tippfehler, sorry. Ja, du bist das Kölong, I know. Genau, das Kölong, das bin ich. Genau. Und vor allem technisch einwandfrei gelaufen heute. Yes. Ja, tut mir leid, wenn alles gut gelaufen ist. Am Schreibtisch sitzen ist immer eine Katastrophe. Vollkommen richtig. Air Multitool, wie kamst du eigentlich zu YouTube? Alter, du guckst doch schon total lange zu, oder? Ich habe es einfach ausprobiert, weil ich ja beruflich Regisseur bin eigentlich und ganz viele YouTuber, mit denen ich in Kontakt bin, und ich habe nie verstanden, warum die zum Fernsehen wollten, und deshalb bin ich einfach zu YouTube gegangen, und um das auszuprobieren, wie das funktioniert, und jetzt bin ich da und jetzt bin ich süchtig und habe Bock darauf, mit euch coolen Kram zu machen und für euch coolen Kram zu machen. Das ist die Kurzfassung, so bin ich zu YouTube gekommen. Genau, ich könnte zum legendären YouTube-Video verlinken. Es ist irgendwie Stream 10 oder 11 oder 12, irgendwie sowas. Eigentlich könnte Scotty das sagen, weil Scotty hat wirklich alles geguckt und alles kommentiert. Wirklich ganz krass, nachgeguckt. Alles das, was er schon damals auch vielleicht geguckt hatte, als er noch nicht abonniert hat oder was auch immer. Ey, mega, Scotty, du bist der Burner. Genau, und morgen, ganz wichtig, bei Instagram folgen. Jetzt sofort auf Instagram, bau-boom-bang. Und dann morgen folgen. Ich zeige euch morgen früh, wie das hier ausgehärtet ausschaut. Und ich sitze auf meinem
gebauten Hocker. Natürlich sitze ich da drauf. Wann wird die Bohrmaschine eingeharzt? Ja. Es ist echt teuer, das Ding einzuharzen. Richtig teuer. Ja, es kommt eine Temperbox als Projekt. Das werde ich euch jetzt einfach zeigen. Ich werde euch einfach anhand meiner Temperbox zeigen, wie ich die gebaut habe. Bums. Weil da ist nichts Kompliziertes dran. Wirklich gar nichts. Aber ich werde euch einfach zeigen, wie meine Temperbox ausschaut und das als Projekt. Vielleicht kriege ich es diese Woche noch gedreht und dann haue ich euch einfach ein kurzes Video raus dazu. Warum werden die Punkte weniger? Acapulco, warum werden die weniger? Das weiß ich nicht. Kann ich mal nachforschen. Mein Caps Lock ist kaputt. Okay, sorry. Aha. Ja, dann, so geht das natürlich nicht. Also, Kinder, dann haue ich jetzt einen raus und sag, genau, den Marder einfangen und für die Vitrine einharzen. Auch sehr, sehr guter Tipp. Auch ein sehr, sehr guter Tipp. Sehr, sehr cool. Also, ihr Lieben, das war's. Tschüss, bis nächste Woche. Cool, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, hier oben in der Ecke, da hinter dieser Maske, verbirgt sich der liebe teaser.cc und der andere ist der, wenn er ein Mäuschen sagt, What? der Wer? Arne von Kreis32. Die beiden sind unten in der Videobeschreibung. Schenkt ihnen auch gerne ein Daumen nach oben und natürlich ein Abo und konsumiert ihre Videos, weil die machen wirklich geilen Scheiß. Ich habe jetzt gerade Arne wieder, letztes Video von Teaser habe ich noch nicht gesehen, von Arne jetzt gerade Kiste für allen möglichen Krimskrams, könnt ihr total geil nachbauen. Mein kleines Erklärvideo. Aber Achtung, und zwar Arne hat sich schon wieder einer neuen Technik genähert. Diesmal als eigener Synchronsprecher. Ja. Ich fand's sehr geil, Während Arne. ich rede und rede mit Musik und reden. Aber ich fand's mega. Ja, war Ich fand's lustig. auch gut. Hat mir total gut gefallen. Wirklich. Ja, um was Neues, weißt du. Ja, hat mir total gut gefallen. Abgesehen davon, dass die Box auch noch cool geworden ist. So. Herr Multitool, Dankeschön für die schöne Zeit. Winke, winke, ihr Lieben. Ich sag euch gute Nacht und erzählt es da draußen allen weiter. Ihr macht immer schon total geile Instagram-Werbung und macht einfach, haut überall raus. Es gibt Bau, Boom, Bang, es gibt den Kreis32 und den teaser.cc und es gibt diesen Beanstag, an dem wir uns hier zusammen treffen und zusammen coolen Kram bauen, quatschen und immer wieder Spaß haben und leckere Sachen essen und hoffentlich bald auch mal wieder was selbstgekochtes. Genau. So, das war's. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder allerspätestens. Ansonsten gibt es vorher natürlich ein wunderbares Marcel grüßt vom Dach Video und vielleicht auch diese Woche noch schnell das Temper Video oder irgendein anderes Projekt. Ich bin dabei und ich freue mich auf euch, wenn wir uns wiedersehen. Das war's. Tschüss und auf Wiedersehen. Also, ich liebe euch. Euch auch. Tschüss. Tschö. Und danke nochmal für die geile Maskenaktion. Mega. So, also das war's. Euer Marcel und euer Matthias und euer Arne vom Dienstagabend. Bis nächste Woche. Schenkt uns allen ein Abo und das war's. Seid glücklich, schlaft gut und bis bald.